Ja, recht herzlich willkommen bei unserem nächsten Talk in der Senat-Kongress-Talk-Reihe. Mein Name ist Robert Frasch und ich freue mich sehr, heute im Rahmen unseres Gesundheitsschwerpunkts den Talk Senat-Kongress Gesundheit moderieren zu dürfen und das auch mit einem sehr, sehr hochkarätigen Panel. Es wird in diesem Talk nicht um Gesundheit im Allgemeinen gehen, sondern um Gesundheit am Arbeitsplatz, relevante Themen. Ich freue mich sehr, dass wir natürlich wie immer unseren Präsidenten im Senat der Wirtschaft, Dr. Erhard Bussig, bei uns haben. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Ich glaube, zu ihm braucht man nicht allzu viel zu sagen. Was mir aber heute das erste Mal in der Vorbereitung untergekommen ist, Herr Dr. Bussig, ist, dass Sie auch Ehrensenator der Medizinischen Universität Innsbruck sind. Sie sind noch stumm, Herr Dr. Bussig, aber. Ja, also wie gesagt, auch das ist mir noch untergekommen in der Vielzahl Das an geht. Themen, die Sie tun. Und da haben wir natürlich dann auch gleich den Konnex zum Thema Gesundheit irgendwo gegeben. Wenn Sie alle möglichen Titel noch wollen, ich bin auch Ehrensenator der Medizinuniversität Wien und dergleichen mehr. Vergessen Sie das alles, das ist nicht wichtig. Alles klar. Aber ich bin an diesem Thema nicht nur wegen des Senats der Wirtschaft sehr interessiert, sondern ich habe auch eine Funktion an der Medizinuni Wien, eine relativ verborgene. Das ist ein Kooperationseinrichtung zwischen der Stadt Wien als Krankenanstaltenverband und der Medizinuni Wien. Ein sogenanntes Supervisory Board, da bin ich einer der zwei Vorsitzenden und wir entscheiden über die Investitionen und ähnliches mehr, nicht über Fragen der Ausbildung, muss ich gleich dazu sagen, aber doch habe ich ein langwährendes Interesse und freue mich, mit dabei zu sein. Wunderbar, danke schön. Ja, was mich auch sehr freut, wir haben mit Magister Gerald Lorca, Abgeordneten, Herr Dr. Bussig, ich habe mich wieder doppelt. Bitte, danke. So, weil sonst kommt die Aufmerksamkeit nicht dorthin, wo sie soll, in die Mitte meines Bildschirms zumindest, wo auch immer bei Ihnen der Herr Magister Lorca ist. Magister Gerald Lorca, Abgeordneter zum Nationalrat, stellvertretender Clubobmann und Sprecher Gesundheit und Soziales der NEOS, Entschuldigung, dass ich das S nicht vergesse. Herzlich willkommen bei uns, an die Politik auch. Sie sind ja auch Personalleiter oder waren Personalleiter eines Unternehmens, also auch da haben wir im Vorfeld schon gemerkt, ist der Connex natürlich da. Ja, Hallo. danke Ihnen, dass Sie da sind. Ich freue mich über Dr. Susanne Schunder-Tatzberg, die Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin. Na gut, mehr Konnex zu dem Thema kann man ja schon fast nicht mehr haben. Sehr schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu diskutieren. Wenn wir mit den Damen gleich weitermachen, Nina Tammerl, ja, Co-Founderin und CEO von Mobiles Training, Gesundheitsnavi Rudi oder Rodi. Das war mir nicht sicher in der Vorbereitung. Ich hätte fragen sollen, wenn wir es aussprechen. Es ist Rudi. Rudi, ich habe mir es fast gedacht, weil es ja zwei O sind, eine Gesundheits-App und ich finde auch, das ist ein wichtiges Thema, dass wir auch über neue Kommunikationsmethoden bei dem Thema nachdenken. Denn Gesundheit ist ein Thema, das uns alle angeht und ich glaube, dass wir mit solchen neuen Methoden vor allem auch Jugendliche und Jüngere erreichen. Und da finde ich das natürlich super spannend. Ja, und weil ich mich zuerst schon verredet habe, gehen wir gleich zum Sebastian Robert, der auch da ist, weil den hatte ich eigentlich mit mobiles Training gemeint. Sorry, dass ich Sie beide hier durcheinander gebracht habe. Sie sind sich ja von der Thematik nicht ganz unähnlich. Ja, der Sebastian Robert stellt so den eigenen Personal Trainer für zu Hause und am Arbeitsplatz. Da werden wir dann sicher auch noch ein bisschen was dazu hören. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bringen wir die Gesundheit zu den Menschen und nicht die Menschen zur Gesundheit. Das ist sicherlich auch für die Zukunft ein Weg, der ganz wichtig ist. Und last but not least, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Lalloschek, der Mediziner in der Runde, gesund in 21 Tagen, der Weg zu einem gesünderen Unternehmen. Da bin ich selbst schon gespannt als Moderator, was es da an Details dazu hat. Meine Damen und Herren, Sie sehen schon, wir haben, wie gesagt, eine sehr hochkarätige Runde. Ich freue mich sehr über die Diskussion mit Ihnen. Und möchte zur Einleitung so ein bisschen ein Schlaglicht darauf geben. Gesundheit war
auch vor Covid schon ein Thema ist, jetzt natürlich in aller Munde, allerdings vielleicht nicht in dem Zusammenhang mit Arbeitsmedizin oder auch doch und vielleicht sogar verstärkt. Denn Herausforderungen wie ständiges Sitzen im Homeoffice, vielleicht auch schlechtes Sitzen im Homeoffice. Ich denke dann nur so, ich bin ja privilegiert, ich habe mein eigenes Büro, zwei Ortschaften weiter von zu Hause. Das heißt, ich habe ja einen voll ausgestatteten, auch Steharbeitsplatz, wenn ich will, aber das haben viele nicht. Wenn wir nur daran denken, dass viele Menschen heute am Küchentisch, auf der Couch, wo auch immer, im Homeoffice arbeiten, dann glaube ich, werden die Trainer und Mediziner hier innerlich sich schon zusammenkrampfen, weil da sind die Haltungsschäden ja quasi schon vorprogrammiert. Nach Nackenschmerzen klingt es auch gleich, weil wenn ich ständig auf den Computer runterschaue, dann tut zumindest mir der Nacken weh. Und grundsätzlich ist es natürlich auch in Zeiten wie diesen wichtig, darüber nachzudenken, wie kann ich denn die Leistungsfähigkeit meiner Mitarbeiter und damit langfristig auch das Bestehen eines Unternehmens sichern. Denn am Ende vom Tag geht es genau darum, Mitarbeiter, die nicht auf Gesundheit schauen oder Unternehmen, die nicht auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter schauen, müssen natürlich damit rechnen, dass sie ein höheres Risiko an Krankenständen haben. Und das ist schlicht und ergreifend am Ende die monetäre Auswirkung. Wenn man schon sagen, Gesundheit ist ein weiches Thema, da gibt es einen ganz massiven monetären Hintergrund. Ich möchte jetzt eigentlich nicht als Moderator zu viel reden, sondern einmal die erste Frage in die Runde stellen. Wie so in die Richtung zielen sollen, wie beurteilen wir denn diese gesundheitlichen Auswirkungen der derzeitigen Covid-Situation für die Wirtschaft? Da kann aber natürlich auch gern mitspielen, was war denn vorher schon, wo man vorher schon nachdenken sollte. Und ich hoffe, die Damen verzeihen mir, dass ich nicht Ladies First mache, sondern dass ich den Dr. Erhard Busseck als quasi Hausherr und Präsident des Senats um seine erste Stellungnahme dazu einmal bitte. Wie ist denn Ihr Eindruck, Herr Dr. Busseck, so? Wie wirkt sich denn Covid und nicht nur Covid auf die Gesundheit am Arbeitsplatz aus? Es wirkt sich nicht auf den Arbeitsplatz, sondern generell. Bitte? Nein, jetzt geht's, glaube ich. Ich habe jetzt Mikro eingeschaltet. Gutes. Es wirkt sich natürlich in allen Dimensionen aus, weil wir die eigentlichen Folgen von Covid in der ganzen Breite an sich nicht einmal noch so richtig analysiert haben. Das ist schon mal der erste Punkt. Das ist eine Aufforderung an die Wissenschaft, ist aber auch eine Aufforderung an die Politik. Was dringend notwendig wäre, ist, hier eine Fehleranalyse zu machen, wie in den Entscheidungswegen manche Dinge eigenartig gelaufen sind. In aller hier und da auftretenden Sympathie für die NEOS möchte ich den Herrn Abgeordneten Loacker sagen, kümmert euch um die Frage, welche Konsequenzen hier zu ziehen sind. Ihr seid wirklich eine Historikerkommission in einer gewissen Weise im Hinblick auf den Untersuchungsausschuss, in dem ihr dauernd untersucht, was war. Es gehört dringend untersucht, was sein muss. Also ein bisschen mehr Zukunft würde ich hier erbitten. Da sind eine Reihe von Problemen da. Die beginnen schon damit, welche Krankheitsbilder hier aufgetreten sind. Ich habe ein paar befreundete Mediziner gefragt, was stark zugenommen hat, ist infolge Homeoffice alle Arten von Rückenkrankheiten, also Bewegungsprobleme und dergleichen mehr. Und das Zweite, was mich ein bisschen mehr beunruhigt, weil es schwieriger zu behandeln ist, sind die psychischen Folgen, die hier existieren. Das explodiert in einer gewissen Weise. Dringend ist auch vorauszuschauen, was die Folge von einer Reihe von Konkursen, die uns erwarten infolge der wirtschaftlichen Folgen, dann letztlich auch gesundheitlich bedeutet. Und da kommt natürlich auch eine Struktur der österreichischen Wirtschaft zum Tragen. Größere Unternehmen haben Betriebsärzte, da kann man auch im Wege der Sozialversicherung etwas machen. Aber wir sind natürlich das Land der Klein- und Mittelbetriebe, wobei bei uns der Mittelbetrieb schon aus deutscher Sicht beim Kleinbetrieb anfängt. Und das sind natürlich Dinge, die gesundheitspolitisch nicht einfach zu erreichen sind. Und dann noch ein ganz entscheidender Punkt. Hier bekenne ich auch als ehemaliger Politiker in Verantwortung, das Gesundheitsministerium ist seit seiner Schaffung eigentlich ein Unglück. Es ist ein Art Klebevorgang von Zuständigkeiten, die jeweils nach jeder Koalition irgendwo geändert wurden. Es gibt also keine gestandene Gesundheitsbürokratie
meine Sehnsucht ist nicht die Bürokratie, sondern eine Verwaltung, die das in Wirklichkeit kann. Das merken Sie auch, man wird dort der Herr Gesundheitsminister ja wirklich laut, dem Föhner die Leute. Ne? Praktisches Beispiel, das jeder begreift. Jede Menge von Verordnungen wurden aufgehoben durch den Verfassungsgerichtshof. Das ist ein Ergebnis einer nicht gewachsenen Rechtsabteilung im Gesundheitsministerium. Da gibt es ganz entschiedene Schwächen, die hier existieren. Wobei man auch ruhig rückfragen kann, ich bin ehemaliger Wissenschaftsminister, ich traue mich, ob auch die heutige Ausbildung an den Universitäten die richtigen Voraussetzungen dafür schafft. Mir gehen also immer die ehemaligen Professoren, die jetzt alle im Fernsehen auftauchen, auf die Nerven, die sagen, eh klar, dass der Verfassungsgerichtshof das aufheben musste, weil diese Verordnungen alle nicht richtig sind. Das sind genau die Professoren, die die ausgebildet haben, die diese Verordnungen geschrieben haben. Auch da, glaube ich, muss man sehr, sehr kritisch in die Richtung gehen. Und die Analyse braucht es dringend. Und zwar sehr trocken zum Punkt. Ich glaube, dass da wenig Kleingeld für die Politik zu machen ist, aber sehr viel gutes Geld für die Zukunft, die hier existiert. Ich glaube, dass wir dann die Zukunftsperspektive auch sehen. So werden mir Fachleute das mitteilen. Müssen wir uns an Pandemien in der Zukunft gewöhnen. Es gibt Aufsätze, die ich leider auch erst zu spät gelesen habe, die schon vor Jahren vorausgesagt haben, dass wir in die Richtung von Pandemien kommen. Und da sind wir eigentlich in die Wirklichkeit noch nicht zugerüstet. Da haben wir lächerliche Debatten, was muss der Bund machen, was müssen die Länder machen. Eine gesamthafte Strategie kann ich hier nicht erkennen. Und dann nicht zuletzt, weil wir ja an die Unternehmer denken, hier muss man auch versuchen, durch die Berufsvertretungen der Unternehmerschaft auch die Unternehmer selber besser darauf zu präparieren. Die Antwort auf Corona ist im Moment Geld, Geld, Geld in allen möglichen Aktionen. Gott sei Dank, wobei ich nicht immer weiß, ob es richtig verwendet wird, aber das ist eine andere Frage. Sondern ich glaube, dass auch die Vorbereitung in der Einstellung zu diesen auftretenden Gesundheitsvoraussetzungen von ungeheurer Wichtigkeit ist. Für die Zukunft kann ich nur sagen, wurscht, wer an der Regierung ist, das gilt für Regierung und Opposition. Diese Frage, die wir aus der Situation lernen, ist eine der Hauptfragen. Ganz kritisch zu allen Parteien, Regierung wie Opposition, das wird im Moment nicht diskutiert. Bitte mehr Zukunft und weniger Vergangenheit. Dankeschön für diesen ersten Beitrag. Ja, nachdem da jetzt viel Politik dabei war, glaube ich, schaue ich jetzt, das sieht man natürlich nicht, aber den Gerald Lorca an von den NEOS und will Ihnen hier auch natürlich diese erste Frage stellen, wie beurteilen Sie die gesundheitlichen Auswirkungen und was muss denn vielleicht auch auf politischer Ebene in Gang gesetzt werden oder ist vielleicht auch schon in Gang gesetzt? Ja, ich glaube, ganz viele der Auswirkungen sieht man noch nicht, weil die wirklich negativen Auswirkungen eher langfristige sind, nicht? Wenn jetzt Menschen im Homeoffice arbeiten, beide Partner im Homeoffice arbeiten und parallel homeschoolen müssen, dann ist die psychische Belastung gewaltig. Aber das sehe ich halt nicht in der Statistik des Jahres 2020 und wohl auch nicht in der 21er, sondern irgendwann langfristig. Oder wenn letztes Jahr in der Hochphase der ersten Welle Menschen nicht zum Arzt gegangen sind, beispielsweise Eltern aus Angst mit dem Kind nicht zum HNO-Arzt gegangen sind und das Kind einen dauerhaften Gehörschaden davongetragen hat, weil man es zu spät behandelt hat, dann scheint das auch in keiner Statistik auf und kann nicht in den wöchentlichen Dashboards abgelesen werden. Also da haben wir Langfristfolgen, die glaube ich, heute noch gar nicht abschätzbar sind. Und die Frage, wie viel investiere ich in meinen Arbeitsplatz im Homeoffice, die stellt sich jetzt verstärkt, aber die wird auch Dinge nicht lösen, weil Menschen, die eine 60 Quadratmeter Wohnung haben, werden nicht zwei vollwertige Büroarbeitsplätze dort einrichten können, selbst wenn sie es wollten. Das ist eine Frage der Möglichkeiten. Und das ist die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger, glaube ich. Und da hat die Politik nicht so viel Einfluss, außer zu sagen, und das finde ich richtig, wie es jetzt im Gesetz steht, Homeoffice muss immer freiwillig sein. Es kann niemand zum Homeoffice verpflichtet werden, weil eben nicht alle zu Hause die Voraussetzungen haben, dass man
gut arbeiten kann, dass zwei Leute gut arbeiten können und Kinder noch homeschooled werden, wie das jetzt läuft. Was müsste man machen? Der Dr. Bustek verlangt den Blick nach vorne zurecht. Ich lasse mich jetzt aber nicht in Geiselhaft für den Untersuchungsausschuss nehmen, dessen Job es ist, nach hinten zu schauen, während andere nach vorne schauen, und darf da auch auf meinen persönlichen Track Record verweisen. Also die Frage, wie wir in Österreich Gesundheitsdaten nützen im Sinne einer Verbesserung des Systems, die stelle ich schon, seit ich in dieser Tätigkeit bin. Und da prallt man natürlich in Österreich ab, nicht? Also die Frage zum Beispiel, warum sind Schulärzte nicht an ELGA angebunden? Die Schulärzte untersuchen die jungen Menschen flächig und wir nützen diese Gesundheitsdaten nicht im Sinne einer Verbesserung der Politik. Ja, Sie verstehen mich eh recht, unter Einhaltung des Datenschutzes, aber da habe ich ganze Alterskohorten, habe ich Daten, mit denen man wirklich arbeiten könnte. Wir haben keinen Pandemieplan, hat der Dr. Bustek auch schon angerissen. Wir haben beispielsweise die Frage immer noch nicht gelöst, wenn Sie einen PCR-Test machen und der ist positiv, kommt der nicht automatisch ins ELGA-System. Ihr Hausarzt kann nicht schauen, ob Sie einen positiven PCR-Test hatten in der letzten Zeit. Und das hat man nicht einmal auf die Reihe bekommen in diesen 13 Monaten Pandemie. Obwohl es einen Parlamentsbeschluss dazu gibt, auf meine Initiative hin auch, weil die einfach nichts tun. Und der Rudi Anschober tut mir anders als dem Dr. Bustek überhaupt nicht leid, weil es ihm pfeifen egal ist, dass da nichts weitergeht. Ihm geht es um die morgige Pressekonferenz und nicht um die Sache. Und dann muss man zum Beispiel auch die Frage, welche Vorerkrankungen haben die Menschen, die wegen Covid ins Spital kommen? Welche Vorerkrankungen haben die Menschen, die in die Intensivstation kommen? Das sind Fragen, die wir nicht haben, weil unser Gesundheitssystem das so nicht abbildet. Jeder Spitalsträger hat seine eigene IT und wenn ich die Daten zusammenziehen muss, habe ich diverse Schnittstellenthemen und um die hat sich in den letzten Jahren niemand gekümmert und man muss jetzt sich vorbereiten, dass wir in der nächsten Pandemie besser aufgestellt sind. Und zum Beispiel vergangenen April die Charité Berlin anfragt bei den Österreichern, beim Gesundheitsministerium. Können wir bitte mit euch zusammen arbeiten, um die Covid-Daten zu erforschen, weil ihr habt ja die E-Medikation in Österreich und man könnte schauen, welche Medikamente nehmen die Patienten, die mit Covid ins Spital gekommen sind, welche Medikamente mildern den Verlauf und welche verschlimmern ihn. Und dann bekommt die Charité nicht einmal eine Antwort. Dann sieht man, wie schlecht der Laden ist. Und zur Frage, hat das Gesundheitsministerium genug Juristen und hat es die richtigen? Also es hat sicher genug Juristen. Aber wenn natürlich die Rechtsabteilung eine Verordnung schreibt und das Kabinett die Verordnung selbst korrigiert und es nicht zurückgibt in die Rechtsabteilung, dann sind nicht die Juristen schuld, wenn der Mist aufgehoben wird vom VfGH, sondern das Kabinett, das ohne die Experten das gemacht hat. Und natürlich, ein Jurist im Gesundheitsministerium, was macht der, wenn nicht gerade Pandemie ist? Dann schreiben die alle zwei Jahre einmal eine Ärztegesetznovelle und im jeweils anderen Jahr eine Apothekengesetznovelle. Und ob die im März oder im Juni kommt, ist egal. Und jetzt mussten die Grundrechtseingriffe textieren, was sie sonst nie machen, und mussten im Blitztempo arbeiten. Also die mussten etwas anderes tun, als das, was sie in ihrer Berufslaufbahn gelernt hatten. Und man war dann, das hat man in Österreich nicht, man denkt in Silos bei den Ministerien, man hat dann nicht die Größe, mit denen zu reden, die das können, mit einem Verfassungsdienst zu reden, mit einem Innenministerium zu reden, wo es oft um Grundrechtseingriffe geht, um das zu professionalisieren. Da ist das Silo-Denken in der Ministerienlogik das Problem. Und da muss man noch viel machen, damit wir bei der nächsten Pandemie besser aufgestellt sind. Alles klar, Dankeschön für diesen Einblick auch in die österreichische Innenpolitik und in die Legislatur. Ja, wen schaue ich denn jetzt an? Die Frau Schunder-Tatzper. Die schaue ich jetzt an. Liebe Frau Dr. Schunder-Tatzper, als Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin haben Sie ganz sicher sehr viel Einblick direkt in die Unternehmen hinein oder eben in das Thema Arbeitsmedizin natürlich.
Wie ist denn so Ihre Sichtweise? Und was mich auch interessieren würde, ist, was wird denn aus Ihrer Sicht derzeit am meisten eigentlich vernachlässigt? Und vielleicht nicht nur eben wegen Covid, sondern ich glaube, das war ja auch vorher, wie gesagt, schon nicht, naja, die große Paradedisziplin zu Unternehmen. Ich habe Sie noch auf Stumm. Ja. Ich denke, die Arbeitsmediziner und Arbeitsmedizinerinnen in den Betrieben, die leisten im Moment eine sehr gute Arbeit in Gemeinschaft mit den Unternehmen. Aber natürlich sind hier Beschränkungen sowohl, und Herr Dr. Busek hat es ja auch schon angesprochen, dass Klein- und Kleinstbetriebe ja da nicht wirklich betreut werden. Ich denke, das ist nach wie vor ein großes Problem. Also es passiert wohl vieles in eher größeren Unternehmen und nicht für die Kleinen und Kleinsten. Da fallen ein Großteil der österreichischen Arbeitnehmer durch den Rost. Und das, was natürlich im Moment im Schwerpunkt stand, und das ist auch wichtig, dass man sich eben überlegt im betrieblichen Kontext, wie können wir verhindern, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig anstecken, dass sie ausfallen, dass Schichten ausfallen, das war und ist wichtig. Aber, und Sie haben es ja auch in der Eingangsmoderation schon gesagt, und das ist auch da schon angesprochen worden, das Thema psychische Gesundheit, Mental Wellbeing, wie immer wir das nennen wollen, das, denke ich, müssen wir jetzt im Zuge des Fortschreitens der Pandemie stärker in den Blickpunkt bekommen. Jetzt wissen wir schon, wie wir uns schützen können. Jetzt sind die Arbeitsplätze schon relativ sicher. Jetzt sind schon viele im Homeoffice. Also ich denke, man muss jetzt den Fokus mehr auf diese psychischen Aspekte richten. Und wie wir aus der Traumaforschung wissen, viele der psychischen Probleme tauchen ja im Nachgang an, auf und nicht jetzt akut. Und oft ist da noch ein bisschen ja, Vogelstrauß-Politik in Vorstandsebenen wahrzunehmen, dass man sagt, naja, aber das ist nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern. Ja, ja, Testen und Masken und Abstand, ja, ja, das müssen wir tun und dass sie alle schön arbeiten können, aber um psychische Gesundheit, na, wirklich. Ich denke, da müssen wir stärker in Zukunft auch fokussieren und die Problematik da stärker in den Mittelpunkt stellen. Ja, Dankeschön. Das klingt auch nach mehr Verantwortung für die Unternehmen, ne? Die hier mehr auch in die Verantwortung gehen müssen und halt vielleicht nicht so sehr sagen müssen, da ist jetzt irgendwer zuständig dafür. Ja, ich habe das erst vor kurzem selbst wahrgenommen, als ich das einmal eben das Thema, dass Gesundheit eben ein Asset ist, vorgetragen habe. Und ich sagte, naja, aber wir als Betrieb, wir dürfen da ja gar nichts über die Gesundheit wissen. Und da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, dass der Begriff Gesundheit ja so unterschiedlich auch wahrgenommen wird. Und Gesundheit wird im betrieblichen Kontext oft nur gesehen, naja, Sie haben den Datenschutz angesprochen, ärztliche Schweigepflicht. Ich darf ja nichts wissen, was die Frau Müller und der Herr Huber hat. Das ist richtig und das ist gut so. Aber es wird nicht gesehen und da müssen wir, glaube ich, alle miteinander dran arbeiten, dass Gesundheit ja sehr viel breiter zu sehen ist und dass das sehr wohl eine Führungsaufgabe ist, sich um die Gesunderhaltung und die Prävention zu kümmern. Sicher nicht, dass der Chef unbedingt immer wissen muss, was jetzt der Einzelne mit und soll, was der einzelne Mitarbeiter an persönlicher Gesundheitsproblematik aktuell hat. Ja. Wenn er nicht möchte, der Erkrankte, dass das der Betrieb weiß. Na, danke für diesen Hinweis. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das eben so auch einmal klarstellt, weil es geht ja nicht jetzt darum, dass der Betrieb eine akute Erkrankung einer Einzelperson behandeln soll. Das macht ja Gott sei Dank eh ein Arzt. Sondern es geht um die, ich würde es fast flächendeckende Prävention nennen, ne, in der Gesamtbelegschaft. Und da wäre halt die Verantwortung gefordert. Herr Professor Laluschek, wenn wir schon die Betriebe ansprechen, dann muss ich natürlich zu Ihnen schauen. Weil der Weg zum gesünderen Unternehmen ist ja eines Ihrer Themen auch. Wie ist denn Ihre Einschätzung, Herr Professor, zum generellen Zustand, den wir im Moment so haben? Und zu dieser Frage auch, was wird denn im Moment vernachlässigt? Also es wurde ja jetzt gerade ganz richtigerweise die psychische Gesundheit sehr hervorgehoben und das ist ja auch mein Hauptarbeitsgebiet und das kann man natürlich nur voll bestätigen.
Sehr, sehr viele Menschen befinden sich in einer Mischung aus Entmutigung und Lethargie einerseits und gleichzeitig massivem Stress und ständiger innerer Unruhe und Nervosität andererseits. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie beim Auto auf Gas und Bremse gleichzeitig voll draufsteigen. Das ist natürlich ein sehr krankheitsfördernder Zustand. Aber ich würde vielleicht vorerst durchaus auch einmal noch mit mehr Bodenhaftung und Fokus auf die Corona-Pandemie auch noch feststellen, ich bin überzeugt davon, dass wir durch Maßnahmen, die in kurzer Zeit umsetzbar sind, mindestens 25% der schweren Verläufe und intensivpflichtigen Verläufe vermeiden könnten durch etwas, das seit 13 Monaten überhaupt nicht thematisiert wurde. Und das ist die Frage, was zeigt uns die medizinische Forschung der letzten 20 oder 30 Jahre, wie wir sowohl unsere Infektresistenz wie auch die psychische und körperliche Gesundheit durch Maßnahmen, die jeder von uns machen kann, in kurzer Zeit signifikant stärken können. Und das wäre etwas, das ich als evidenzbasierte Gesundheitspolitik bezeichnen würde. Weil wir haben diese Evidenz, es gibt Hunderte und Tausende von Studien, die nachdrücklich zeigen, dass wir unsere Anfälligkeit für Infekte und die Art, wie diese Infekte verlaufen, um ein Mehrfaches günstig beeinflussen können. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir unser Immunsystem einerseits stärken können, hat aber auch etwas damit zu tun, wie wir signifikant unsere mentale Stärke und psychische Widerstandsfähigkeit stärken können, die wiederum über die Stressverarbeitung massive Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Und wir haben die Studien, die zeigen, dass je nachdem, wie sich ein Mensch verhält und in welcher Situation er ist, sowohl körperlich als auch psychisch, die Infektanfälligkeit gerade für Virusinfekte um einen Faktor 2 bis 4 sich verändern kann. Und das innerhalb kurzer Zeit. Und es wurde uns von Anfang an gesagt, wir sollen Masken tragen und uns voneinander quasi physische Distanz halten. Und das ist natürlich auch richtig, aber eben genau diese andere Seite der Medaille, wie wir nämlich unser Immunsystem und auch die mentale Stärke und körperliche Gesundheit stärken können, wurde nie thematisiert. Und das war für uns der Ausgangspunkt der Frage, wie können wir das, wie können wir dieses Wissen in eine Fläche bringen? Und hat dazu geführt, dass wir uns Unternehmen als Multiplikatoren gesucht haben, die ein von uns evidenzbasiertes, konzipiertes Programm, das man in 3 Wochen durchführen kann, ihren Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt haben. Und auf diese Weise konnten wir schon viele, viele tausend Menschen erreichen. Und genau dieses Thema, wie wir diese Infektresistenz und die mentale Stärke gleichzeitig fördern können, das würde viel mehr beachtet gehören. Es wurde auch, wir kennen ja auch die Risikofaktoren für schwere Verläufe, Alter, Diabetes, Übergewicht, hoher Blutdruck etc. Und es wurde immer so getan, als seien diese Dinge unveränderliche Faktoren. Also zum Beispiel hast du Diabetes, dann bist du eine Risikogruppe. In Wahrheit ist es ja so, dass wir die Stoffwechsellage eines Diabetikers innerhalb weniger Wochen entscheidend so beeinflussen können, dass er eine wesentlich bessere Infektresistenz hat. Wir können die Sauerstoffkapazität des Blutes in wenigen Wochen um bis zu 40-50% steigern, gerade bei Patienten mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und damit natürlich auch die Sauerstoffreserve, die jemand im Fall einer Corona-Infektion hat, maßgeblich steigern. Und wir können sogar unser biologisches Alter und damit auch das Alter des Immunsystems durch geeignete Maßnahmen in kurzer Zeit positiv beeinflussen, sodass wir also hier wirklich einen riesigen Hebel in der Hand haben, den wir gemeinsam, und das richtet sich jetzt ein bisschen auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den wir eben gemeinsam mit Unternehmen wirklich in die Breite bringen können. Denn ich sehe natürlich hier sehr, sehr viele wichtige politische Aspekte. Nur hat mich mittlerweile ein bisschen der Glaube verlassen, dass auf dieser Ebene in einer absehbaren Zeit sich jetzt entscheidende Dinge verändern werden. Aber die Unternehmerinnen und Unternehmer sind aus dem unternehmerischen Denken her eine sehr, sehr aktive Bevölkerungsgruppe. Und mit denen gemeinsam, glaube ich, kann uns da ganz viel gelingen. Ja, das ist etwas, was uns beim Senat der Wirtschaft ja Gott sei Dank antreibt auch. Dass wir eben immer wieder versuchen, auch Initiativen ins Leben zu rufen oder anzuschieben und zu unterstützen, die
dazu beitragen, dass Unternehmer eigentlich das tun, was in ihrem Namen steckt, etwas zu unternehmen. Und da bin ich ja sowohl bei Gesundheit als auch bei meinem Lieblingsthema Lehrlinge immer ein Verfechter davon, weil die Politik natürlich auch immer die Schwierigkeit hat, das große System zu verändern, ist meistens etwas schwieriger, als im eigenen Unternehmen direkt etwas zu verändern. Das geht meistens, wenn man jetzt nicht gerade so groß wie die Fürstalpine ist, deutlich einfacher. Danke für den Beitrag auch, Herr Professor Lalaschek. Frau Tammerl, wenn wir jetzt sagen, wir müssen eigentlich sehr viel transportieren an Information, wenn ich die Wortmeldungen bis jetzt ein bisschen zusammenfasse, dann brauchen wir ein Werkzeug dafür. Weil irgendwie müssen wir ja die Information und was wir tun sollen, dann auch zu den Menschen bringen. Bin ich da richtig, dass Rudi da eine Möglichkeit wäre, wo wir zunächst einmal auch transportieren können, was ich denn tun kann und dann auch konkret Anleitungen mitgeben kann, was ich tun soll? Auf jeden Fall. Also vielleicht ganz kurz da auch den Ursprungsgedanken des Ganzen. Ich war ja auch viele Jahre bei einem großen Finanzdienstleister in Österreich, jetzt bis vor kurzem ja tätig, und habe natürlich als Mitarbeiter und Führungskraft gesehen, ganz einfach auch, wie man Mitarbeiter positiv beeinflussen kann in ihrer Gesundheit, aber natürlich auch, wo der Fokus eigentlich von Unternehmen steht und der oft nicht auch vielleicht gerade darauf ruht. Und ich möchte vielleicht noch vorher ganz kurz anknüpfen beim Professor Lalaschek, weil es, glaube ich, ein wichtiger Input auch sein kann. Wir haben genau sein Programm, also My21, habe ich noch in meiner alten Funktion realisiert, während Covid. Also ich habe gemerkt, ganz einfach in Gesprächen mit meinen Mitarbeitern, welche eine Belastung auf denen herrscht, aufgrund der Umstellung der Situation. Wir dürfen eins nicht vergessen. Krankheiten entstehen ja sehr oft aufgrund von emotionalen Stress oder aufgrund von Ängsten. So, und in der Situation, Homeoffice, war für viele Menschen erstens mal eine Veränderung, die sie selbst nie so herbeigeführt hätten. Es kam Angst vor Armut hinzu, Angst vor Jobverlust, Angst vor Krankheit. Also das heißt, alles eigentlich negative Erlebnisse. Und ich habe das selbst in sehr intensiven Gesprächen mit meinen Mitarbeitern, habe ich irgendwann einmal gemerkt, ich werde immer mehr zum psychologischen Coach als denn zur klassischen Managerin oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und habe dann eigentlich in einem Gespräch mit Professor Lalaschek, wir sind schon lange im Austausch, eben auch zu Rudi, dann mit ihm gesprochen und er hat dann gesagt, sie haben jetzt ein 21-Tage-Programm eben entwickelt, das genau dort ansetzt und den Mitarbeitern hilft. Und für mich war es in der ganzen Zeit immer verwunderlich, dass man schon von Beginn an immer dann gesprochen hat, ja, wenn der Impfstoff dann kommt. Man hat aber nicht einmal davon gesprochen, dass eigentlich die Resilienz und die Widerstandsfähigkeit der Menschen eigentlich der beste Impfstoff schlechthin ist, den wir nur aktivieren müssen. Das heißt, es braucht das eine, aber das andere ist vernachlässigt worden. Und das ist so ein bisschen auch das, glaube ich, was wir jetzt präsentiert gekriegt haben, dass gleich, ob es in der Gesellschaft ist, jetzt politisch vielleicht betrachtet, aber auch in der Wirtschaft, einfach vergessen wurde, dieses Thema als derartig wertvoll zu beachten und dem viel mehr Aufmerksamkeit, proaktiv, intrinsisch motiviert, sei es aus Unternehmersicht oder auch aus politischer Sicht. Also ich möchte beim Herrn Dr. Busseck und auch beim Herrn Loacker anschließen. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist eigentlich immer nicht gegeben, weil wir dann erst tätig werden, wenn tatsächlich Symptome da sind. Dazu neigen wir Menschen halt eigentlich. Also sprich Prävention haben wir nicht so, glaube ich, gelernt vom Kind auf. Und das ist ein wesentlicher Fakt. Also wir haben mit Professor Lalaschek da eine App entwickelt, wo man wirklich jeden Tag wie ein Adventkalender einfach seine tägliche Portion von ihm persönlich mit Videos ganz einfach mitgeteilt bekommt und kann da schon vielen Mitarbeitern einen Ratgeber und einen kleinen Helfer an die Hand geben. Und im Grunde genommen setzen wir mit Rudi ähnlich an, aber was wir machen ist ganz einfach, wir bringen die Menschen in Kombination der Berücksichtigung von emotionalen und körperlichen Beschwerden, weil viele unserer körperlichen Beschwerden, und wenn es nur Rückenschmerzen sind, hängen nicht immer nur mit der Haltung zusammen oder mit der Bewegung und dem Sport, sondern sehr stark mit emotionalen Themen. Wir reden alle von künstlicher Intelligenz. Das, was wir alle vergessen haben, ist die emotionale Intelligenz, die eigentlich nicht anders funktioniert. Nur wir haben es verlernt zu trainieren. Und das, was wir machen wollen, ist ganz einfach, wir holen den Menschen dort ab, wo er körperliche oder emotionale Beschwerden hat und bringen ihn dann am besten zu dem Spezialisten, den er tatsächlich braucht und nehmen ihm alles rund um die Gesundheit ab. Das ist unser Kernziel und nicht nur dann, wenn Beschwerden da sind, sondern auch präventiv. Aber immer Körper mit Emotionen in Verbindung. Wunderbar. Wie sehen Sie so diese Frage, was bis jetzt vernachlässigt worden ist? Frau Schunert-Arzberg, gleich. Ich vergesse meine Frage.
Wie sehen Sie, Frau Dammerl, so diesen Punkt? Sie können Sie auch aus der Unternehmenssicht quasi noch beurteilen. Was ist denn in der Vergangenheit eigentlich vernachlässigt worden, vielleicht auch vor Covid schon? Was hätten wir schon vorher, ich weiß schon, im Nachhinein sagen, was hätten wir vorher machen sollen? Bringt eigentlich eh nicht mehr viel, aber vielleicht so als Bewusstseinsschaffung auch. Ich glaube, es waren schon zwei Dinge. Das erste ist, dass der Mitarbeiter sehr stark als Tool betrachtet wird. Also man sieht eigentlich nicht so die Folgen eigentlich auch dessen, wenn man nicht achtsam mit den Mitarbeitern umgeht und sie eigentlich als das wertvollste Gut eines Unternehmens sieht. Also ich glaube, man ist zu sehr auf Technologie fokussiert, so sehr wir selber ein digitales Tool herausbringen. Aber das ist es wie im Digitalen. Die Technologie ist das Werkzeug, nicht der Mensch. Und ich glaube, das Investment in die Gesundheit der Mitarbeiter wurde einfach nicht gesehen. Man hat das Werkzeug gesehen, das teilweise auch mit 60, 80, 90 Stunden Wochen etc. Nicht mitgenommen worden ist, quasi auf die Reise oder begleitet wurde auch, weil man das nicht als Verantwortung als Unternehmer immer gesehen hat. Ich meine, es gibt tolle Beispiele, aber in der Masse, glaube ich, war es nicht erkennbar. Man sieht ja auch das Thema Homeoffice. Es gab viele, die eigentlich schon zuvor gerne eine Mischung gehabt hätten, gerade familiär bedingt, Alleinerziehende mit Kindern etc. Man ist nicht wahnsinnig stark darauf eingegangen, sondern man hat zwar teilweise Arbeitszeitmodelle gefunden, das ja, aber auch in Richtung Ausstattung der Mitarbeiter vielleicht zu investieren. Ich versuche jetzt zum Beispiel im Zuge der Pandemie seit einem Jahr, habe ich gesagt, warum kann man es nicht schaffen, dass man steuerlich begünstigt die Ausstattung, die die Mitarbeiter sich zu Hause anschaffen müssen, eigentlich vom Unternehmen dann bereitstellt, weil es hört ja nicht beim Bildschirm auf und beim Laptop, sondern es ist der Stuhl, es ist ein höher verstellbarer Tisch, was auch immer. Aber hier ist einfach dieses Bewusstsein nicht rechtzeitig eingetreten. Und das haben wir bei dem, was ich anfangs sagen wollte, wir neigen dazu, Symptome zu bekämpfen. Das heißt, wir ändern unser Verhalten gleich, ob aus Unternehmersicht oder wir Menschen allgemein, wir führen ja Unternehmen, erst wenn irgendein Problem da ist. Anstatt eigentlich vorausschauend hier handeln zu können, weil das Thema Homeoffice war lange schon da, aber man hat keine große Beachtung geschenkt. Und das Gleiche im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, also da kann ich nur sagen, die Firma, für die ich tätig war, also ich kann sagen, es war Wüstenrot, wir haben da schon sehr vieles gemacht in der Vergangenheit, aber es ist trotzdem zu wenig gewesen. Also es ist so ein bisschen immer ein Drüberstreuen, aber es hat nicht die Wichtigkeit wie das Geschäft selbst und das ist das Schade nicht dran. Ja, okay, danke schön dafür. Frau Schunder-Tatzpe, Entschuldigung, dass ich da zuerst Sie abgewöhnt habe. Nein, ich wollte nur darauf sagen und ich kann das nur auch aus meiner Sicht voll unterstützen, dass wir Prävention nicht oder Betriebe Prävention nicht wirklich leben oder kennen und lernen. Ich denke, auch wir Ärzte haben es, zumindest meine Generation, der Ärzte hat es nicht gelernt. Ich habe es von anderen Dingen gelernt, das Thema Prävention. Und das war zum Beispiel auch einer unserer Motivatoren, wie ich die Präsidentin der Akademie für Arbeitsmedizin, wo wir eben die Ausbildung der Arbeitsmediziner durchführen, dass wir unter meiner Präsidentschaft die Akademie in Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention umgenannt haben, um hier auch noch sehr viel stärker diesen Präventionsgedanken auch in die Kollegen und Kolleginnen bringen, die wir hier als Arbeitsmediziner ausgebildet haben und auch hoffentlich zukünftig ausbilden werden. Ja. Und das, was Sie auch richtig gesagt haben in Ihrem zweiten Beitrag, dass viel zu wenig auf diesen Aspekt Wert gelegt wird, welchen Stellenwert die Gesundheit eigentlich für ein gut funktionierendes Unternehmen hat, das wundert mich immer so, weil wir haben uns auch an der Akademie viele Jahre mit dem Thema Humankapital beschäftigt, eigene EU-Projekte dazu gemacht. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, da hat der gute Theodor Schulz schon 1960, 61 seinen berühmten Artikel geschrieben über das Investment in Human Capital, wo ganz deutlich auch die Investition nicht nur in Bildung, sondern auch die Investition in Gesundheitsaktivitäten genannt wird. Oder auch Peter Drucker 2002 in seinem berühmten Artikel They are not employees, they are people, dass es so wichtig ist, sich nicht nur um das Instandhalten von Maschinen zu kümmern, sondern sich um die Leute zu kümmern. Nicht, weil wir so eine gute Menschen sind oder so humanistisch eingestellt sind, sondern weil da ein vernünftiger Return of Investment zu sehen ist. Und vielleicht trägt die Krise dazu bei, diese Ideen, die nicht von uns Ärzten kommen, sondern von doch namhaften Wirtschaftswissenschaftlern angestoßen wurden, auch ein bisschen mehr in die Breite zu bringen und da Bewusstseinsarbeit zu leisten, wäre
ein positiver Effekt der aktuellen Krise aus meiner Sicht. Mhm. Dankeschön. Herr Dr. Busek, wenn ich richtig sehe, haben Sie Ihre Hand gehoben. Das ist richtig, Dankeschön. Ich bin für den letzten Teil der Diskussion eigentlich sehr dankbar, weil es ein Problem berührt, das mich die ganze Zeit beschäftigt und wo ich keine Lösung erkennen kann, ist aber eine Schlüsselfrage. Ich mache das ein paar Begriffe fest. Also wir haben jetzt eine Dame, die für Volksgesundheit zuständig ist. Das ist ein ganz eigenartiger Begriff, der in der Nazizeit eine gewisse Rolle spielt und mich natürlich erinnert, dass es Kraft durch Freude gegeben hat und ähnliches mehr. Es gibt auch in Demokratien so ähnliche Aktionen selber. Das ist aber das Grundproblem. Und Sie haben es etwa bei der Frage Homeoffice oder Verhaltensweisen und so weiter genannt. Wie können wir Grundeinstellungen erzielen, die da förderlich sind? Das haben wir alle nicht sehr gut, das muss man sagen. Also ich suche jetzt nicht Schuldige, sondern ich suche in Wirklichkeit Lösungen. Und Sie haben an verschiedenen Reaktionen in der ganzen Covid-Situation ja ganz eigenartige Entwicklungen feststellen können, die sich sogar in der Sprache niederschlagen. Wann immer junge Leute interviewt werden zu der Situation, kommt zum Beispiel heraus, bei den Kindern, ja, ich kann meine Freunde in der Schule nicht treffen. Wenn sie ein bisschen älter sind, dann Jugendliche, ja, ich kann in keine Party gehen. Nun bin ich so alt, dass meine Sehnsucht nach Party sich in Grenzen hält. Aber das ist keine Lösung für die Volksgesundheit, die Partys. Die Sozialisierung in Wien entlang des Donaukanals ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Und ich rufe alle Verhaltensforscher auf, die so viel gescheite Artikel schreiben und Diskussionsbeiträge leisten, einmal diese Dinge zu untersuchen. Da müssen wir weitaus mehr in die Tiefe gehen. Und das geht hinein in die Mediensituation hier. Ich glaube, dass wir medial die Darstellung des Problems, und die wir heute dankenswerterweise eigentlich bislang sehr gut diskutiert haben, noch immer nicht richtig erfasst haben. Diese idiotische Diskussion, wann kommen endlich Lockerungen, mit der Garantie, dass dann wieder Verschärfungen kommen und so weiter, ist ja ein solches Problem der Art der öffentlichen Diskussion und der Verhaltensweisen. Wenn wir uns jetzt konzentrieren auf Unternehmensleitungen, ist ja richtig gesagt worden, was soll ein Klein- und Mittelbetrieb hier in Wirklichkeit machen? Wir müssen viel mehr nachdenken, welche gemeinschaftlichen Lösungen kann es hier geben? Sei es durch Genossenschaften, Vereine oder sonst irgendetwas. Da braucht es viel mehr Fantasie und da ist eigentlich nicht sehr viel da. Ich mache nicht nur die Politik hier haftbar, sondern die breite öffentliche Diskussion, die hier existiert. Wir brauchen mentale Änderungen. Das ist das, was ich der Frau Ministerin Gewessler immer hinsichtlich der Ökologie sage. Sie soll endlich aufhören, die letzte Plastikflaschen zu bekämpfen, soll aber viel mehr erreichen, dass wir Verhaltensänderungen brauchen, um ökologisch zu sein. Und wir brauchen auch Verhaltensänderungen im Bereich der Gesundheit. Das ist außer Frage. Also die ganzen Klagen, die existieren heute für falsch. Wenn gesagt wird, bitte, man kann in Wien auch im Broder spazieren gehen, wenn Covid-Situation ist, ist das außer Frage. Ne? Da muss man nicht am Donaukanal gehen, die Gegend ist eh nicht so gesund. In Wahrheit sind die Praterwiesen vielleicht besser und der Wienerwald existiert ja immer noch. Also wir brauchen hier andere Verhaltensweisen und andere Formen der Mitteilung. Wir haben zwar Social Media, aber ich sage sehr kritisch, die sind mehrheitlich nicht social, sondern die sind Auslieferer von Aggressionen, Beschimpfungen und dergleichen mehr. Ich glaube, hier brauchen wir eine breitere öffentliche Diskussion, Gespräch, würde ich sagen, gar nicht Diskussion, Gespräch darüber und ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen. Man sagt auch Empathie dazu. Die fehlt hier und die würde hier im Wesentlichen nutzen. Weil natürlich, und da haben Sie das sehr, sehr richtig gesagt, verehrte Frau Präsidentin, dass natürlich die Entwicklung zum Homeoffice Lebenshaltungsveränderungen mit sich bringt, die wir alle noch nicht richtig begriffen haben. Und darüber brauchen wir, glaube ich, ein nicht aggressives, aber sehr konzentriertes Gespräch darüber, wie diese Verhaltensänderungen hier in Wirklichkeit erzielt werden können. Entschuldigung, ich will nicht als Sonntagsprediger auftreten, aber das halte ich für die wirklich entscheidende Frage der weiteren Entwicklung. Und hier muss man sehr dankbar sein dem Senat der Wirtschaft und auch Ihnen, Herr Frasch, dass Sie diese Diskussion hier führen.
Diskussionen dieser Art, wie ich sie jetzt erlebe, haben bis jetzt sehr bescheiden stattgefunden. Das ist eine Klage und keine Anschuldigung. Danke. Danke für dieses Lob auch. Ja, wenn wir jetzt die Menschen unterstützen sollen, etwas zu tun, dann ist das das eine, was meinen nächsten Gesprächspartner bewegt. Das andere ist, wir haben zuerst gehört, wir sehen Menschen vielleicht so oft als Werkzeuge. Und wenn ich an Werkzeuge denke, dann denke ich daran, wenn eine Maschine kaputt wird, dann holt man ja auch den Servicetechniker. Vielleicht ist der Sebastian Robert so der Leiter der Servicetechniker für die menschliche Gesundheit. Kann ich das so interpretieren, Herr Robert, mit euren Personal Coaches? Wie ist er denn überhaupt? Ist mir irgendwie abhanden gekommen? Sollte eigentlich da sein. Jetzt ist er da. Da ist er. Ja, genau. Perfekt. Ja, Servicetechniker ist auf jeden Fall ein interessanter Vergleich. Im Prinzip sehen wir uns so als Hilfestellung für den täglichen Arbeitsalltag auch. Also weg einmal von den Privatcoachings und von den Trainings in den Fitnesscentern und eben auch zu Hause, geht es heute ja auch mehr um die betriebliche Gesundheitsförderung bzw. um die Gesundheit am Arbeitsplatz an sich. Und das Interessante daran ist natürlich jetzt, wir haben vor Covid schon die Problematik gehabt, dass die Gesundheit am Arbeitsplatz doch noch stärker forciert werden sollte. Und dann kam Covid, dann kommen noch weitere Probleme dazu, dass eben im Homeoffice nicht die Ergonomie am Arbeitsplatz stattfindet, die man normalerweise gewohnt ist und worin eigentlich am Arbeitsplatz auch investiert wird. Und eben auch, dass viele Bewegungsangebote wegfallen und die sozialen Kontakte, die Vereinsamung, das sind alles Probleme, die halt dann noch zusätzlich dazukommen. Und das Interessante war, wir haben mit unserem neuen Konzept, mit dem Büroparty, schon vor der Covid-Krise begonnen, das Konzept aufzubauen und wurden dann eigentlich durch die Krise etwas bestätigt, dass genau das der Punkt ist oder der Bereich ist, der noch gebraucht wird in dem Sinn. Und ganz wichtig auch, bevor ich da irgendwie näher drauf eingehe, ist für mich halt auch ganz wichtig, weil da immer sehr, sehr breit gefächert irgendwie das Ganze gesehen wird, die Gesundheit an sich auch, wie die definiert wird. Und für uns persönlich ist auch der wichtigste Punkt, dass das Ganze sehr individuell betrachtet wird. Also jeder Mensch hat eine andere Belastungstoleranz, jeder Mensch hat andere Belastungen im Alltag. Und ich muss jeden Mitarbeiter, wenn wir jetzt beispielsweise einen Büroangestellten, einen durchschnittlichen hernehmen, muss ich schauen, wie ich diese Belastungen, die ich im Alltag erfahre, auch gut bewältigen kann, ohne am Ende des Tages komplett erledigt zu sein oder eben in ein Burnout oder in andere körperliche Beschwerden auch hineinzuschlittern. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Ansätze, den wir auch verfolgen und auch mit dem Büroparty dann angegangen sind. Also da haben wir ein Online-Trainingstool geschaffen, mit dem jeder Einzelne individuell direkt am Arbeitsplatz sich selbst auch helfen kann. Und das sehe ich auch in der jetzigen Zeit auch als einen der wichtigsten Punkte, dass man nicht abhängig von anderen Faktoren ist, sondern sich zeit- und ortsunabhängig selbst auch da helfen kann, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und grundsätzlich ist es auch so, dass wir merken, dass die Mitarbeiter am Arbeitsplatz natürlich die breit genossen haben, okay, ich kann meine, abgesehen von Covid jetzt, ich kann meine Bewegungsangebote wahrnehmen, ich kann in meine Kurse gehen, ich kann meine Freunde treffen, ich kann für meine physische und mein psychisches Wohlbefinden sorgen. Und was aber jetzt eben auch die Hauptproblematik ist, ist, dass die Verspannungen in solchen Kursen nicht mehr behandelt werden können. Es braucht andere Lösungsansätze. Und da würde ich sagen, sind wir jetzt mit dem Büroparty, mit dem individuellen Konzept in die Richtung genau am richtigen Weg. Ja. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag und ja, ich merke es bei mir selbst, wie viel Bewegung wegfällt. Wenn ich denke, was ich früher im ersten Bezirk oder generell in Wien zu Fuß unterwegs war, allein das fällt weg, allein das hat 3 Kilo gebracht, dann zusätzliche Masse, allerdings nur nicht dort, wo ich sie gern hätte. Das sind halt so die Herausforderungen, denen wir uns in der Zukunft stellen müssen. Herr Magister Lorca, Herausforderungen, denen man sich stellen muss, das spricht für mich auch natürlich für Politik. Und ich bin jemand, der immer ganz gern versucht, auch über das Positive nachzudenken. Was ist denn aus Ihrer Sicht denn so, gibt es eigentlich auch positive Impulse, die durch, ich weiß, das klingt ein bisschen fast pervers, die aus so einer Situation, wie wir sie haben, entstehen können? Also ich glaube schon, dass es einige positive Elemente gibt. Ja. Also ich finde zum Beispiel, es haben sicher viele Chefs gelernt, dass
ein Mitarbeiter im Homeoffice nicht grundsätzlich ein fauler Hund ist, der dahiniert, sondern dass die Leute zu Hause auch viel weiterbringen. Und wenn wir wieder in Phasen kommen einer größeren Normalität, sagen wir es einmal so, dann wird, und wir nicht mehr dieses quasi Zwangs-Homeoffice haben, weil es halt gesundheitlich angesagt ist, sondern Menschen vielleicht 3 Tage im Büro sind und 2 zu Hause oder 4 und 1, dann werden wir in eine Normalität kommen, die auch den Menschen mehr Lebensqualität ermöglicht und eine bessere Vereinbarung von beruflichen und privaten Interessen. Und das kann dann auch ein Beitrag zu einer besseren psychischen Gesundheit sein, glaube ich, wenn man das gut austariert. Ja. Da haben, glaube ich, viele Firmen gelernt, dass das auch ein Nutzen sein kann. Und wenn ich auf die Sozialversicherung schaue beispielsweise, ja, wenn man sieht, wie schnell das E-Rezept umgesetzt worden ist am Anfang der Covid-Krise, ja, dann haben wir dort auch zumindest die eine oder andere Chance auf der technischen Seite genützt, die wir in die Zukunft mitnehmen. Auf einer, wenn ich aber noch erwähnen darf, was eine Aufgabe noch wäre, ja, also zum Beispiel, weil der Dr. Busig gesagt hat, die jungen Menschen, die Partys wollen, die wollen gar nicht so sehr Partys, aber für einen 17-Jährigen ist es eine Zumutung, den ganzen Tag mit den Eltern zusammen sein zu müssen. Die sind in der Pubertät, die müssen sich loslösen von den Eltern. Die müssen ihre Peers treffen. Und das ist, also der nennt das vielleicht im Interview die Party, aber es geht um seine psychische Gesundheit, der braucht seine Gleichaltrigen und braucht das Loslösen von den Eltern. Und daher muss die Schule offen sein. Und wir haben uns, also wir in Österreich haben uns nicht darum gekümmert, welche Schritte können wir setzen, um Schulen auch offen zu halten, wenn wir in einer Pandemiesituation sind. Also beispielsweise, also wenn wir im Herbst das Problem nicht bereinigt haben, weil Mutationen kommen, die von der Impfung nicht erwischt werden oder was weiß ich, dann haben wir den gleichen Salat, weil sich zum Beispiel niemand gekümmert hat um Luftfilter für Schulklassen. Die Bayern haben das im großen Stil angeschafft. Bei uns sagt mir jeder, dafür haben wir das Geld nicht und das dauert zu lang. Jo klar, Himmel, Herrschaft, ich muss das jetzt bestellen, damit das Zeug im Herbst da ist. Nicht? Also, und wir haben so viel Geld auch sinnlos rausgeschmissen, das wäre jetzt mal eine vernünftige Investition, mit einem guten Filter, der 99% der Aerosole herausfiltert, kann ich auch in einer Pandemiephase die Schulklasse im Vollbetrieb halten. Dann können die 17-Jährigen in die Schule gehen, treffen dort ihre Alterskollegen und ich habe der Bildung einen Gefallen getan und der psychischen Gesundheit einen Gefallen getan. Wir haben uns nicht überlegt, wie kann eine Schule Räume dazu bekommen. Also wenn zum Beispiel in Gemeinden jetzt, weil es keine Großveranstaltung gibt, die ganzen Kulturhäuser und Vereinshäuser und wie die Zentren dann halt heißen, die stehen leer. Naja, da hätte man natürlich auch mit Abstand sitzen können und Unterricht, Präsenzunterricht halten und Räume nutzen. Also wie kann ich in so einer Situation den Schulen was dazugeben, weil der Direktor hat ja gar nicht das Budget, dass er Räume anmietet. Das kann er ja gar nicht machen in der österreichischen Schullogik. Also muss ich das irgendwie anders organisieren? Und da stehen wir genau dort, wo wir im März 2020 gestanden sind. Auf der Bildungsseite ist ganz wenig passiert, weil die ganze Krise mit allem, was sie bringt, geht zu 100% auf Kosten der jungen Leute. Zu 100%. Wir tun vieles, um die Alten zu schützen und die Jungen zahlen es mit ihrer Gesundheit, die zahlen es mit der Bildung, die zahlen es mit den Arbeitsmarktchancen, die zahlen die Schulden, die wir aufnehmen. Die Jungen sind die großen Verlierer dieser Krise und dort haben wir die Verbesserungen und die Vorbereitung für die nächste Pandemie überhaupt nicht getroffen. Ja. Also da nickt jetzt der Vater eines 15-Jährigen ganz massiv mit, natürlich. Das war heute gerade in der Früh auch ein Thema bei uns zu Hause. Unser 15-Jähriger ist genauso einer, also er ist 15,5, der jetzt gerade im Supergau gelandet ist und mit der Mama zu Hause den Tag verbringen darf, im Homeschooling. Und man merkt jetzt nach einem Jahr schon langsam oder seit Oktober halt bei ihm, dass jetzt hinterlässt Spuren. Am Anfang war es noch nicht wirklich schlimm, da hat man nichts gemerkt, aber jetzt merkt man schon langsam.
Herr Dr. Busek, das Thema, ihr Jungen müsst das zahlen, hatten wir auch schon in einem Beschäftigungstalk. Was wird es aus Ihrer Sicht mit Ihrer Erfahrung auch brauchen, dass wir vielleicht die junge Generation und für die Zukunft hier ein bisschen, für die junge Generation und deren Zukunft vielleicht ein bisschen bessere Voraussetzungen schaffen können? Ich glaube, dass wir eine entsprechende Fantasie brauchen in der Frage der Bildung. Da ist die Gedanken, die der Herr Abgeordnete Lohacker gesagt hat, sicher richtig und zu verfolgen. Ich bin sehr neugierig und das ist gar keine boshafte Bemerkung, was der Bildungsstadtrat in Wien hier erreichen wird. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Beispiel und da habe ich Hoffnung, dass hier neue Ideen sind. Wobei natürlich oft auch ein Gewerkschaftsproblem in Richtung Lehrer existiert, aber das ist jetzt nicht das Thema und daraufhin möchte ich nicht eingehen. Das sind meine eigenen Erfahrungen hier. Ich glaube, dass man diese Perspektiven für die Zukunft aufzeigen muss und gar nicht so sehr über die Frage der Verschuldung reden sollte. Denn erfahrungsgemäß, das ist uns schon ein paar Mal passiert im 20. Jahrhundert, und eigentlich sind diese Schulden irgendwo immer gelöst worden. Auf eine ganz eigenartige Weise, indem man sie vergessen hat oder später zahlen musste, weil das Geld eh nichts mehr wert war und dergleichen mehr. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es gibt die berühmte Lausanne-Anleihe des Bundeskanzler Seipel, Wirtschaftskrise der 30er Jahre und dergleichen mehr. Ich saß noch in der Bundesregierung in Österreich vor 30 Jahren. Da haben wir die letzte Rate der Lausanne-Anleihe zurückbezahlt, nach Ewigkeiten. Das hat niemand mehr sehr gekratzt. Ich glaube, das ist alles lösbar. Das ganz Eigenartige dieser Krise ist, dass es ja bislang jede Menge Geld gibt. Ich glaube, es gibt nicht die richtigen, guten Ideen noch voll, die in der Bewältigung dieser Situation hier eintritt. Und das ist die Frage, welche Arbeitsplätze finden wir, welche Verhaltensweisen setzen wir hier durch. Das ist ein ganz wesentliches Kapitel. Ich glaube, dass das bislang gar nicht sehr stark diskutiert wurde. Und das ist ja eigentlich ein Aufruf, da stärker einzugehen in Richtung der Lebensformen, in Richtung Gesundheit und ähnliches mehr. Das ist die eigentliche Zukunftsfrage. Und etwas möchte ich noch hinzufügen. Ich glaube, man sollte bei aller Sorge um die Jugend, die ja gesagt wurde, aber denen auch eine positive Perspektive aufzeigen. Denn an sich hat die Jugend ja immer die Kraft, die Dinge zu bewältigen, sonst hat es selber keine Zukunft. Und die kommen leichter drüber als wir Alten in manchen Dingen. Wir sind schon zu sehr beschäftigt, wie geht es weiter und wann endet das und wie und dergleichen mehr. Ich glaube, dass die Frage dieses grundsätzlichen Optimismus und des Vertrauens auf unsere eigene Kraft ganz wichtig ist und da müssen wir den Jungen sehr dankbar, müssen sie aber auch motivieren, dass die Dinge sind. Ich bin ein unendlicher Gegner dieser ewigen Sprüche, jetzt geht es uns so schlecht wie zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich habe das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt, kann mich als Kind und als Jugendlicher an die Folgeerscheinungen noch sehr gut erinnern. Meine Damen und Herren, bitte um Entschuldigung, Vergleich mit damals geht es uns heute prächtig nach wie vor. Das ist nicht ein Grund, dass es uns weniger gut gehen sollte, sondern ich glaube, muss man die Perspektive auch eröffnen, dass wir auch noch Voraussetzungen haben, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Die Krisenbotschafter sind mir zu zahlreich. Wenn ich anschaue, welche Buchtitel jetzt erscheinen, jeder, der halbwegs schreiben und lesen kann, veröffentlicht ein Buch über die Krise und wie furchtbar das ist. Mehr Bücher, wie chancenreich das ist. Denn auch, bleiben wir bei den Unternehmern, es wird diese Krise auch neue Möglichkeiten des Wirtschaftens erzeugen. Das soll man hier nicht unterschätzen. Auch im Gesundheitsbereich ist das eine ganz wesentliche Sache. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Und da blicke ich auf unseren Freund Frasch hier. Ich glaube, das müssen wir diskutieren. Das ist ganz wichtig. Absolut, ja. Also jede Krise hat immer auch neue Lösungen gebracht, natürlich. Oft ist es ja der notwendige Auslöser sogar, so brutal das jetzt klingt in einer Krise wie dieser, weil oft braucht der Mensch ja zunächst einmal etwas, was schmerzt, damit Veränderung wirklich eintritt. Herr Professor Laluschek, damit es nicht zu sehr schmerzt, wie könnten wir denn die Unternehmer motivieren, unterstützen dabei, vielleicht auch mit My21 den Weg zum gesünderen Unternehmen
zu beschreiten oder vor allem auch das Bewusstsein zu stärken, dass es notwendig ist, darüber nachzudenken, um das zu starten? Ja, ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist der wirklich der momentane Aspekt, also wie können Unternehmen rasch jetzt etwas tun? Und das ist auch, was die Kollegin Schunder-Tatzbe und auch die Frau Magister Tammerl angesprochen haben, wie können wir Unternehmen dazu motivieren, längerfristig mehr und gezielter etwas in die Gesundheit und Resilienz ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Ich glaube, das, was wir jetzt abseits aller auch politischen oder grundsätzlichen Diskussionen signalisieren können an Unternehmen, du kannst wirklich jetzt kurzfristig etwas tun. Ich glaube, dass zum Beispiel das, was Herr Robert hier mitgebracht hat, der Bürobuddy oder auch unser Programm My21 sind, glaube ich, beide ganz bewusst extrem einfach so konzipiert, dass ein Unternehmen sie mehr oder weniger aus dem Stand heraus von heute auf morgen beginnen kann umzusetzen mit einer wirklich sehr, sehr überschaubaren Investition, die sich extrem ökonomisch rentieren kann, weil ich eben Krankheitsausfälle vermeiden kann, aber vor allem auch, man muss bedenken, bevor ein Mitarbeiter in den Krankenstand geht, ist eine mehr oder weniger lange Phase davor, wo der Mitarbeiter eigentlich schon nicht mehr kann, sei es aufgrund körperlicher oder psychischer Beschwerden. Und das ist sowas, die Krankenstände sind eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs, von einem gesamtwirtschaftlichen Verlust an Leistungsfähigkeit, Effizienz und Motivation. Und durch Umsetzung solcher für die Mitarbeitenden auch konkret fassbaren Gesundheitsprogramme erreiche ich ja nicht nur, dass die Mitarbeitenden gesünder und widerstandsfähiger sind, sondern dass auch ein Faktor gestärkt wird, der meiner Beobachtung nach in den letzten 15 Jahren massiv verloren gegangen ist, nämlich diese eigentlich gesunde und natürliche Gefühl der Solidarität zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern. Wenn ein Mitarbeiter erlebt, dass mein Unternehmen mich wirklich unterstützt in den Dingen, die mich belasten, die meine Gesundheit gefährden, die mir auch mental zu schaffen machen, dann bin ich als Mitarbeiter bereit, meine bestmögliche Leistung dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das ist etwas, was ich als natürliche und gesunde Solidarität zwischen Unternehmen und Mitarbeitern bezeichne. Und daher ist ein solches konkretes Gesundheitsangebot, sei es jetzt wie ein Bürobuddy oder unser Programm My21 oder andere, Frau Dr. Schunder-Tatzbe hat sicher da auch einen sehr, sehr guten Überblick, was es da alles gibt, ist auch ein sichtbares Zeichen des Unternehmens, du bist mir wichtig. Und wir wissen aus der psychologischen Sicht, dass für Mitarbeiter in den Unternehmen das Gefühl, dass ich dem Unternehmen etwas wichtig, nicht nur etwas wert bin im ökonomischen Sinn, sondern dass ich dem Unternehmen wichtig bin und dass ich wahrgenommen und gesehen werde, der Grundfaktor für jegliche Motivation ist, meine beste Leistung zu bringen. Und ich werde sehr oft von Unternehmen gefragt, wie kann ich die Motivation meiner Mitarbeiter fördern? Genau dadurch, dass ich dem Mitarbeiter glaubhaft zeige, dass er mir wichtig ist. Und das können wir mit bestehenden Angeboten wirklich von heute auf morgen 1:1 umsetzen. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich auch. Ich möchte jetzt die Frau Magister Tammerl fragen, wie war denn das bei Wüstenrot? Ist das eigentlich mit ein Argument, auch im so oft zitierten Employer Branding, dieses etwas mehr kümmern um die Mitarbeiter als nur als Human Capital? Durchaus, vor allen Dingen, Sie dürfen eines nicht vergessen, künftig ist es so, dass die Mitarbeiter auch ein Unternehmen auswählen nach diesen Kriterien. Gleich, ob es jetzt um Nachhaltigkeit geht, und sage ich, Teil der Nachhaltigkeit ist ja auch die Gesundheit, und das, sage ich, den Menschen so zu behandeln eigentlich auch oder ihn, sage ich, so zu fördern, dass er eben nicht nur in der fachlichen Entwicklung gefördert wird, sondern auch in der menschlichen und gesundheitlichen Entwicklung, glaube ich, ganzheitlich betrachtet. Und das ist im Employer Branding ein wesentliches Thema, was man nicht nur vor den Vorhang holen kann, sondern man muss es auch leben, weil ansonsten, sage ich mal, es bringt zum Beispiel nichts, ein schönes Bistro zu machen, aber das Speisenangebot richtet sich nicht an die Gesundheitserhaltung der Menschen. Also es im Außen hui und innen pfui funktioniert heute nicht mehr, sondern es braucht sicher beides. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir jetzt gerade auch bei Wüstenrot und bei anderen Unternehmen erkannt haben, durch die Pandemie ist auch eine Öffnung, hat eine Öffnung begonnen der Unternehmen für diese digitalen Tools, die da sind.
Also die Firmen heute sind froh, wenn sie es schaffen, die Mitarbeiter A, dass sie gar nicht in einen Krankenstand kommen oder B, Krankenstandszeiten zu verkürzen, beziehungsweise auch dadurch natürlich die Kosten im Unternehmen wiederum auch im Zaum zu halten und auch die Leistungseffizienz. Und das ist was, wo wir jetzt merken mit Juli, dass die Türen einfach aufgegangen sind. Wenn Sie vor 5 Jahren gesprochen haben, haben Unternehmen wie Versicherungen, aber auch die Ärzteschaft noch ganz anders reagiert auf diese Themen als wie heute, weil die Konsumenten haben einfach oder die Mitarbeiter haben die Unternehmen in puncto Digitalisierung auch überholt und nutzen die Tools und wollen sie auch nutzen. Und da, glaube ich, ist gerade in puncto Employer Branding wichtig, auch moderne Werkzeuge, moderne Tools den Mitarbeitern anbieten zu können. Ja, ich glaube, das ist nämlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe ganz absichtlich gefragt, weil gerade für Jugendliche, also mit meinem Lieblingsthema Lehrlinge, ist es zunehmend ein Thema, zu sagen, okay, wo interessiert sich wer für mich, wo kriege ich quasi etwas mehr als jetzt nur die fachliche Ausbildung, die ich so und so quasi voraussetze. Und ich glaube, dass auch das vielleicht dazu beitragen kann, dass Unternehmer mehr darüber nachdenken, naja, vielleicht sollte ich mich mit dem Thema doch beschäftigen. Und sei es nur, jetzt provokant formuliert, dass wir nachher was für die Werbung haben. Ne? Dass wir nachher sagen können, wir machen auch was, was ich zwar als Unternehmer nicht verstehe, warum wir es machen, aber das kommt gut am Arbeitsmarkt. Weil das Thema Arbeitsmarkt haben wir ja auch in einem Senatstalk schon zum Thema gehabt, Beschäftigung. Und da hat sich ja nicht viel verändert. Jetzt auf den ersten Blick schon. Wir haben im Moment vielleicht jetzt damit kurzfristig ein Überangebot an frei werdenden Arbeitskräften, weil vielleicht Betriebe jetzt die Covid-Krise nicht überstehen. Aber mittelfristig werden wir ja genau wieder dorthin kommen, wo wir vorher ja waren. Wir haben zu wenig Jugendliche, die nachkommen. Das ist ein reines Alterskohortenthema. Und wir haben die Babyboomer, die in Pension geht. Und das wird uns auch noch ordentlich beschäftigen. Und das war jetzt genau absichtlich die Frage eben nach diesem Wert auch für die Unternehmen. Danke dafür, für Ihren Beitrag dazu. Frau Dr. Schunder-Tatzberg, auch bei Ihnen lässt mich eine Frage nicht los. Sie haben im Eingangs gesagt, Sie haben damals die Ausbildungsakademie mit dem Zusatztitel Prävention versehen. Ich lässt die ganze Zeit nicht los, ob vielleicht das Wort Gesundheit die Unternehmen zu sehr abschreckt. Und also Gesundheit assoziiert zumindest in meinem Kopf gleich einmal Krankheit dazu. Ne? Brauchen wir andere Wörter? Anderes was bringen? Ich bin da sicher jetzt keine Marketing-Spezialistin auf dem Gebiet, aber da gibt es sicher Berufenere als mich. Aber ich denke, das ist ganz richtig, dass man sich hier sehr viel mehr des positiven Aspekts der Gesundheit im betrieblichen Kontext bewusst werden muss. Und ich sehe es sehr häufig und wir diskutieren auch immer wieder das Thema, naja, Krankenstände vermeiden. Das ist wirklich, und die Frau Dammann hat das ganz richtig gesagt, die Spitze des Eisbergs. Vielmehr ist auch schon, was ist vorher. Und es gibt ja wahnsinnig viel Forschung, internationale Literatur zum Thema Presentism, also wo die Leute da sind, die saßen noch im Büro oder sitzen heute noch zu Hause, aber ihre Leistungsfähigkeit ist schon massiv eingeschränkt. Das ist nur so ein sperriger Begriff, der im Englischen schon sperrig ist und ins Deutsche noch viel weniger übersetzen lässt. Also das Thema Leistungsfähigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig, was dann oft wieder mit Ausbeutung gleichgesetzt wird. Und da muss man halt auch aufpassen im richtigen Sprachgebrauch, dass wir hier dafür arbeiten, alle müssen, dass Gesundheit positiv besetzt ist, Leistungsfähigkeit positiv besetzt wird und es auch nicht als Ausbeutung verstanden wird. Und ich glaube auch das Thema Humankapital, das war ja sogar irgendwann einmal, ich glaube 2005 oder so, das Unwort des Jahres, sehe ich persönlich als nicht sehr negativ konnotiert, weil es geht wirklich darum anzuerkennen, dass Menschen einen Wert fürs Unternehmen bringen und ich muss mich um die Menschen kümmern. Oder das war zumindest auch in unserem EU-Projekt damals der Schwerpunkt der Aussage und des Verständnisses, dass wir der Leistung, der Arbeit des Menschen einen stärkeren Wert einräumen müssen. Und ich kann nicht meine volle Leistungsfähigkeit entfalten, egal welche berufliche Tätigkeit ich nachgehe, wenn ich gesundheitlich schon beeinträchtigt bin, nicht mehr hundertprozentig fit bin und daher da frühzeitig anzusetzen und Präventionsangebote. Und ich gebe Ihnen recht, dass man das vielleicht auch etwas marketingmäßig viel besser verkaufen muss, als wir es bisher tun, da anzusetzen, bevor es dann wirklich dazu geht, dass
wir, und Gott sei Dank haben wir gute Medizin, die dann auch viele Probleme wieder auffangen kann. Aber viel lieber wäre es natürlich und viel besser und viel sinnvoller für den Einzelnen und für das Unternehmen und die Gesellschaft, wenn wir vorher anfangen, dass die Leute gar nicht beeinträchtigt oder dann wirklich krank werden. Ja, ich glaube, es braucht auch viel mehr Effekte, wo man merkt, also diese Prävention, die ja auch schon so irgendwie sperrig klingt, ne, macht auch Spaß. Da würde ich den Sebastian Robert ansehen. Ein persönlicher Trainingsbegleiter, nicht Lernen. Ja, Lernbegleiter ist so falsch, wahrscheinlich gar nicht. Ist ja auch ein Spaßfaktor, oder? Definitiv, und das ist auch unser Ansatz mit dem Bürobuddy, dass wir eben nicht nur sagen und vor allem auch eben, dass ich dich kurz auf die Frau Schunder-Tatzbar eingehen kann, mit diesem Begriff der negative Assoziation zur Gesundheit ist eben genau das Problem, was bei vielen Bewegungsangeboten im Generellen in den Betrieben da ist, dass beispielsweise die klassischen Kurse, die angeboten werden, nur die sportlichen Mitarbeiter ansprechen und die Unsportlichen sich zurückziehen, wie es auch in der Schule war, mit allen möglichen Traumata, die irgendwie da aufkommen, dass man da wirklich nur auch einmal auf die Leute zugeht, die nicht sportlich sind, aber eben gerade diejenigen, die auch dann im Betrieb dementsprechend ihre Probleme haben, Nackenverspannungen und Rückenschmerzen aufkommen. Also dass der Fokus da wirklich auch darauf gelegt wird und man mehr auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht und weniger einfach nur viele Bewegungsangebote rausschickt und sagt, ihr habt eh Angebote, macht's ruhig und man sich da zurücklehnt, sondern man muss viel proaktiver dann noch hineingehen und schauen, was die tatsächlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter sind. Und genau da eben, wie Sie schon gesagt haben, dieser Spaßfaktor darf da definitiv nicht fehlen. Also sowohl die Motivation als auch eben dieser kleine Challenge und Teamcharakter darf da nicht zu kurz kommen. Und das haben wir alles in unserem Bürobuddy als täglichen Begleiter für den Arbeitstag optimal abgedeckt. Und ich denke, da ist uns was Schönes gelungen auf jeden Fall. Ja, alles klar. Motivation ist ein ganz wichtiges Thema und das braucht es auch immer wieder. Herr Abgeordneter Lorca, Motivation für Unternehmen oder Unternehmer ist ja sehr oft auch, ich sage jetzt mal profan, Geld. Würde es einen Sinn machen, auf der politischen Ebene darüber nachzudenken, gewisse Präventionskonzepte und Maßnahmen zu fördern? Könnte man damit vielleicht auch Klein- und Mittelbetriebe unterstützen, die jetzt vielleicht, ich sage mal, nicht über die finanziellen Möglichkeiten eines Großkonzerns verfügen? Ich bin kein Freund davon, für alles noch eine Förderung zu machen. Ich glaube, es geht eher darum, den Nutzen auszuschildern. Und Sie brauchen auch keine großen, teuren Programme. Es geht, wie der Herr Robert gesagt hat, darum, die Menschen dort abzuholen, wo sie ein Bedürfnis haben. Und manchmal haben sie eins und sind sich aber dessen gar nicht bewusst. Also ich habe das zum Beispiel in einer Firma, in der ich verantwortlich war, immer einen jährlichen Schwerpunkt gemacht. Ein Jahr war ein Rückenschwerpunkt, das sind verschiedene Angebote rund um Rückenbewegung, eine Wirbelsäulenanalyse haben wir angeboten und solche Dinge. Und dazu verschiedene Artikel, gesundheitsbezogene, im Internet publiziert, damit die Menschen wissen, aha, darum geht's und deswegen könnte es ein Thema sein und auch wenn es mir jetzt nicht wehtut, kann es später eines sein. Also wenn man ein bisschen überlegt, was man machen könnte, kann man um sehr wenig Geld schöne Angebote liefern und individuelle Angebote zum Beispiel schätzen viele Mitarbeiter auch sehr. Also man mag dann vielleicht nicht mit den Arbeitskollegen, die man den ganzen Tag sieht, dann auch noch ins Gruppentraining gehen. Aber wenn die Firma sagt, wir zahlen dir einen Zuschuss zu diesem und jenem Training oder also bei uns in meiner Heimatstadt gibt es eine Seilbahn, und da ist es ein verbreiteter Fitnesssport, hinauf zu marschieren auf den Berg und mit der Bahn herunterzufahren, ist auch besser für die Gelenke, als hinunter zu marschieren. Und dann wird einfach einen Beitrag gezahlt zum Jahresticket für diese Seilbahn. Und dann kann aber jeder dann auf den Berg gehen, wann er Lust und Zeit hat und muss sich nicht nach der Firma richten. Und ich glaube, das entspricht mehr dem, was Menschen heute wollen in unserer individualisierten Welt, wo sie ihre verschiedenen Verpflichtungen unter einen Hut bekommen wollen. Und das kann eine kleine Firma auch. Da braucht es kein großes Programm und da braucht die Firma auch keine Förderung.
jetzt kann man darüber reden, man muss gut aufpassen, dass solche Dinge nicht dann gleich sachbezugspflichtig sind wegen jedem kleinen Euro, der da hinüberfließt. Das ist, glaube ich, eher eine Hürde. Ich habe das Glück gehabt, dass ich da in einem Unternehmen tätig war, in dem der Kollektivvertrag vorsieht, dass die Firma einen Mindestbeitrag pro Nase jährlich als Gesundheitsausgabe widmen muss. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, da könnten die Sozialpartner auch noch das eine oder andere leisten. Wie gesagt, ohne dass wir da großartige Veränderungen brauchen. Ja, danke für diesen super praktischen Ansatz mit der Bergbahn zum Beispiel. Ich glaube, das braucht es nämlich auch. Vor allem, Herr Dr. Bussek, sehen Sie da so wie ich jetzt quasi gerade mal so den Senat der Wirtschaft auch ein bisschen in einer Führungsrolle, dass man auch positive Beispiele aufzeigt? Weil ich glaube, sehr oft geht es ja, wie in diesem Beispiel jetzt, schlicht und ergreifend um die Idee, auf die niemand kommt. Danke für die Werbung und die möchte ich unterstreichen. Ich glaube, der Senat der Wirtschaft ist in dem Sinn keine vordergründige Interessenvertretung. Das ist der ungeheure Vorteil, den ich hier immer gesehen habe, sondern er ist in der Lage, exemplarische Beispiele zu entwickeln. Sie haben das zum Beispiel in der Lehrlingsfrage hier durchaus gemacht und in anderen Bereichen haben wir auch solche Beispiele. In der Regionalpolitik sind wir jetzt gerade unterwegs und so weiter. Das braucht es in Wirklichkeit. Also hier müsste man auch die diversen Interessenvertretungen auf der Arbeitgeber- und auf der Arbeitnehmerseite motivieren, da mehr für die Beispiele zu tun. Interessenvertretung ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man Lösungen anbietet und versucht, populär zu machen. Also das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Aber wenn ich schon dran bin, möchte ich noch einen Punkt hinzufügen, der natürlich jetzt ein Sprung von dem Thema, das hier angesprochen ist, darstellt. Ich glaube, wir müssen uns der grenzüberschreitenden Funktion der Gesundheitspolitik bewusster sein, als das bislang der Fall ist. Wir haben das sehr dramatisch erlebt an der Impfgeschichte. In dem Bereich gibt es ja wirklich nur mehr Produkte, die kooperativ von Unternehmen aus den verschiedensten Ländern erzeugt werden. Das ist natürlich der Extremfall. Und da treten dann aber auch die Schwierigkeiten auf. Also die Engländer wollen, dass der Impfstoff bei ihnen bleibt, weil sie zu einem Teil hier irgendwo vertreten sind durch eine Firma und Ähnliches mehr. Also da kommen wir auch auf sehr provinzielle Verhaltensweisen im internationalen Bereich hin. Und die zweite Frage ist, dass natürlich auch ein Teil dieser Gesundheitsgefährdungen durch das Zeitalter der heutigen Mobilität entsteht. Also ich bin schon sehr neugierig, wenn jetzt die Deutschen endlich wieder am Ballermann in Mallorca waren, was die zurückbringen oder was die dort zurücklassen. Das sind ja Dinge, die man nicht unterschätzen sollte in den Verhaltensweisen. Da müssen wir auch darauf aufmerksam machen, das trifft kleine Länder, trifft große Länder, das trifft auch Unternehmen. Ich sage da dazu, in dem Umkreis, in dem ich persönlich zu tun habe, sind eine Reihe von Corona-Ansteckungen entstanden durch Mitarbeiter, die Freunde, Lebensgefährten, Familienmitglieder haben, die in irgendeiner Firma sind, die internationale Kontakte haben. Ich glaube, dass das viel zu wenig noch gesehen wird mit den berühmten Kontrollen und dass wir überall die Polizei aufstellen, wird es allein nicht gehen. Sondern hier wird es wahrscheinlich auch um Verhaltensweisen gehen, die man ganz entspannt, denn die Menschen haben Sehnsucht nach einer Beweglichkeit und haben auch Gott sei Dank eine Neugierde. Aber wir müssen das in irgendeiner Weise beherrschbar machen. Entschuldigung, das wollte ich unbedingt noch beitragen. Ja, nein, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das war jetzt Gedankenübertragung, Frau Dr. Schunder-Tatzberg. Wollte Sie gerade was fragen? Ich wollte nur dazu sagen, dass ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier diese Individualität der Maßnahmen sehr stark in den Vordergrund stellt. Also diese One Size Fits All und das ist jetzt gut für alle Unternehmen, ob klein, ob groß, ob Industrie, ob Transportunternehmen und da machen wir jetzt Gesundheitsprogramme, die da wunderbar passen, nicht die, ich meine, Schrecken ist immer der Happy-Apple-Day, wo man sagt, also jetzt sponsern wir mal Apfel und dann sind alle gesund. Das kann es nicht sein und ich glaube, wir haben ja da Beispiele von individualisierten Programmen, die sich an spezielle Zielgruppen wenden und das, glaube ich, müssen wir sehr viel stärker
auch ausbauen, da auch mehr Angebote schaffen, Programme, die sich mehr eben an die Büromitarbeiter wenden, Programme, die sich mehr an Leute, die draußen sind, zuwenden und zu sagen, ja, wir haben jetzt oder jeder, wir haben jetzt die Weisheit und so machen wir es und damit sind alle fit und damit werden alle haben Freude und sind leistungsfähig, das wird es nicht sein. Und das Beispiel mit der Seilbahn finde ich ein hervorragendes, weil dort, wo es eine Seilbahn gibt und wo es auch kulturell konnotiert ist, dass man wandern geht, dann das zu unterstützen, macht sehr viel mehr Sinn, als da jetzt zu sagen, so, wir machen jetzt eine Wirbelsäulengymnastik, wo alle sagen, ah, nicht schon wieder, sondern hinauszugehen in die Natur und das zu fördern, ist, glaube ich, ein toller Aspekt. Und da wirklich individuell und auch vielleicht besser auch noch so Screening-Tools zu entwickeln, was wäre für diese Mitarbeiter mit diesen Belastungen vielleicht ein guter Ausgleich und wie könnte man das lokal fördern, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht und aus meiner 20-jährigen Erfahrung im betrieblichen Kontext. Ja, was ich Sie vorher fragen wollte, ist diese Internationalität, gibt es eigentlich internationale Best-Practice-Beispiele in anderen Ländern, wo das anders funktioniert, besser funktioniert? Es gibt viele internationale Organisationen, Arbeitsmedizin, die da auch vernetzt sind. Ich bin da auch in einigen vertreten. Und ich denke, das österreichische Modell der Arbeitsmedizin, wo die Arbeitsmediziner wirklich vor Ort sind und sehr stark auch in dieser Prävention tätig sind, ist etwas, was wir in vielen Ländern, wenn ich darüber berichte, bin beruflich auch viel unterwegs gewesen, bevor man nicht mehr reisen konnte, oft mit großer Verwunderung aufnimmt, weil in vielen Ländern ist Arbeitsmedizin halt ausschließlich eine Untersuchungsmedizin, ob Leute jetzt durch Blei oder sonst irgendwie gesundheitlich geschädigt wurde. Also dieser präventive Ansatz der österreichischen und der deutschen Arbeitsmedizin, der ist schon sehr gut. Aber natürlich kann man immer von anderen auch lernen und solche Beispiele wie eben Tools, elektronische Tools, um Unternehmen zu aktivieren, Awareness zu schaffen für psychomentale Aktivitäten. Da gibt es sicher einiges, das man auch noch stärker nach Österreich hereinbringen könnte. Ich habe die Frau Magister Tammel da auch im Verdacht, dass die da auch wahrscheinlich in der Gründung von Rudy und in der Vorbereitung von Rudy sich schlau gemacht hat, was diese Thematik jetzt über App und neue elektronische Wege an Mitarbeiter, an Menschen heranzukommen, gibt es ja wahrscheinlich international auch schon viel länger, oder? Ja, also vor allen Dingen in den USA, also wie wir die Idee dazu hatten, war es ganz einfach so, dass wir dann natürlich, wie wir das Basiskonzept gehabt haben, auch mal geschaut haben, was gibt es denn auch, im Umkreis und was gibt es denn auf der Welt so. Und man hat wirklich gemerkt, also Asien und USA, da war eigentlich, wir beschäftigen uns wirklich jetzt schon seit Jahren ja mit dem Thema, wir starten erst jetzt, aber die Vorbereitung, die ganze Konzeption etc. geht ja viel länger zurück. Und da war schon in den USA und in Asien einfach viel ein stärkerer Antrieb dahinter, muss aber auch dazu sagen, die Gesundheitssysteme sind anders. Also gerade wenn man die USA betrachtet und wenn man Asien betrachtet, ist natürlich die digitale Affinität wieder eine ganz andere. Also bis das beides findet, dauert es natürlich ab und an eine Weile. Aber die Zeit ist jetzt reif dafür. Und das Wichtige ist, und vielleicht möchte ich da ganz kurz auch anknüpfen bei dem, was die Frau Dr. Schundert-Hatzbach gerade gesagt hat. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Die Arbeitsmedizin in Unternehmen werden tatsächlich sehr stark als auch Untersuchungsmediziner gesehen. Weil ich kann es jetzt nur sagen, die Aspekte der betrieblichen Gesundheitsförderung, die auch im Unternehmen, wo ich tätig war, initiiert worden sind eigentlich maßgeblich entweder Marketing- und Innovationsgetrieben gewesen oder aus der Personalabteilung. Und wenn man hier aber ansetzt und die Arbeitsmediziner eigentlich stärkt und deren Positionierung im Unternehmen, nämlich nicht nur, dass der zwischendurch einmal im Jahr durchgeht und schaut, sitzen sie richtig oder ist der Sessel richtig eingestellt oder wenn es zwickt, kann man da quasi schnell mal hingehen, sondern eigentlich dort das Gesamte eigentlich angesiedelt würde, weil da ist ja auch die medizinische Expertise, die ist ja weder, sage ich, auf der Seite noch jetzt im Bereich Personalbereich, ohne jemanden da jetzt angreifen zu wollen, gegeben, dann könnte man da eigentlich eine viel stärkere Gewichtung auch erzeugen und auch das Management müsste sich eigentlich meines Erachtens dann stärker mit dem Arbeitsmediziner in dem Fall dann auseinandersetzen und nicht mit dem Betriebsrat, der oft eher bei dem Arbeitsmediziner angedockt ist oder Personalabteilung oder Marketinginnovation. Also es müsste eigentlich ein wirklich tatsächliches Management-Thema werden, was vielleicht in eigentümergeführten Betrieben teilweise eh so ist, aber ich sage, im Management-Getriebenen ist es sicherlich nicht die breite Masse, wo das der Fall ist. Ja.
Das kann ich mir vorstellen, Frau Schunder-Datschka. Ja, so sehen wir die Arbeitsmediziner auch in dieser Richtung. So haben wir sie oder bilden wir sie auch in den letzten 10, 15 Jahren aus, dass sie das auch können und das auch gerne tun möchten. Aber auch da, es dauert eine Zeit, bis auch da, dass sowohl in der Medizinerschaft als auch in der Management-Kohorte ankommt, dass die Arbeitsmediziner mehr können als impfen und jetzt Maskenthemen und so weiter. Was ich zuerst noch sagen wollte, auch das Thema Prävention, und es stellt sich natürlich im betrieblichen Kontext immer die Frage des Return of Investment, das ja auch legitim ist. Und da werden dann oft so Studien herangezogen, die aus dem angloamerikanischen Kontext kommen, wo natürlich so Präventionsaspekte sehr viel leichter jetzt rechnerisch positiv ausfallen können in einer Gesellschaft, wo der Betrieb jetzt zum Beispiel die Medikamente bezahlen muss, wie in vielen amerikanischen Bundesstaaten. Dann ist es klar, wenn ich dann ein Projekt mache und der Blutdruck der Belegschaft normalisiert sich und die Leute brauchen dann weniger Bluthochdruckmedikamente, dass ich da sehr rasch einen positiven Return of Investment ausrechnen kann, was in Ländern wie Österreich und Deutschland, wo diese Kosten ja über nationale Versicherungen abgedeckt werden, sicher nur zum Teil so leicht monetär bewerkstelligen lassen. Also ich glaube, da braucht es auch ein bisschen ein Umdenken, gemeinsam da auch zu arbeiten dran, dass es nicht jetzt immer alles sich mit Euro und Dollar, obwohl wir eben auch da in der Akademie viel versucht haben, da jetzt positiv rein pekuniär darzustellen lässt, weil Leistungsfähigkeit ist halt nur zum Teil pekuniär darstellbar. Wobei man es theoretisch hochrechnen kann, nicht? Weil wenn ich natürlich jetzt sage Ausfallstunden, nicht? Dann brauche ich einfach entweder mehr Arbeitskräfte oder ich kann halt einen Auftrag weniger machen. Ja, aber es greift viel zu kurz, weil die Auto aus rein, das wieder auf den Krankenstand zu reduzieren, das greift viel, viel zu kurz. Mhm. Und wir wissen ja aus Studien, dass in Krisenzeiten die Krankenstandsraten sinken, weil die Leute Angst haben, in den Krankenstand zu gehen. Und da dann vielleicht rausgeschmissen zu werden, das zeigt ja nicht immer unbedingt oder bildet ja nicht immer eine Verbesserung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ab. Also das Thema ausschließlich auf Reduktion von Krankenstandstagen oder Stunden zu reduzieren, ist ein Versuch, es wieder pekuniär zu fassen. Und das ist auch legitim, aber es greift viel, viel zu kurz. Mhm. Na, da hätte ich eh gedacht, so quasi, dass man sagt, okay, wenn jetzt die Leistungsfähigkeit allein schon einmal, ich sage mal, 20% nachlässt, was heißt das für mich als Unternehmen? Ne? Das könnte man einmal versuchen. Herr Robert, eine Frage an Sie eigentlich, oder die gilt auch gleich für den Herrn Professor Laluschek gleich mit. Wer sind denn so die klassischen eigentlich Nachfrager bei Ihnen? Wer ruft denn bei Ihnen an? Ist es der Betriebsrat, den wir jetzt gerade auch angesprochen hatten? Ist es der Unternehmer? Sind es einzelne Mitarbeiter, die sagen, ich will gesünder werden? Also im Prinzip hängt es natürlich immer von der Unternehmensgröße ab, wer sich dann tatsächlich meldet. Was wir natürlich oft merken, ist natürlich sehr stark, dass es von den Mitarbeitern an sich auch ausgeht. Also dass das Interesse da ist, etwas zu machen und oft nicht gewusst wird, was ich tatsächlich machen soll, was ich machen kann. Und im Prinzip, ja, also so wie vorhin schon erwähnt, einfach die Angebote da sind, aber nicht konkret genug und nicht spezifisch genug und eigentlich nach Lösungen gesucht wird, aber viele nicht fündig werden. Also oft geht das eher auch teilweise aus der Schiene von den Angestellten heraus. Und ich sehe das eben auch als einen wichtigen Punkt, dass man nicht nur diese klassische alte Schiene geht mit Seminaren und sagen, okay, wie sitze ich jetzt richtig und wie mache ich das genau? Weil das gerät relativ schnell wieder in Vergessenheit. Ich bin auch kein großer Fan davon, die Leute immer wieder zu sagen, du musst jetzt schön sitzen. Im Gegenteil, ich kann ruhig mal schlampig sitzen, ich kann ruhig mal da ein bisschen ausweichen, weil im Prinzip geht es dann darum, kann ich das überhaupt verhindern? Ich kann zwar Stehtische implementieren, ich kann da ansetzen, aber unterm Strich sind das meine täglichen Belastungen, die ich irgendwie zu bewältigen habe. Das heißt, ich bin ein größerer Freund davon, zu sagen, ich schaffe den richtigen Ausgleich und bewege mich zwischendurch, in welcher Form auch immer. Unsere Methode ist natürlich die, wenige Minuten zwischendurch zu investieren, weil das einfach sehr, sehr praxisnah ist und man leicht implementieren kann. Aber unterm Strich kann da jeder für sich seinen eigenen Weg auch gehen und Lösungen suchen und jeder hat da andere Interessen und Möglichkeiten auch auf jeden Fall. Also das ist so unser,
unser Ansatz. Ja. Ja. Professor Laruschek, wie ist das bei My21? Ist das so eher der Unternehmer, der die Initiative setzt, oder sind es andere Kanäle? Also ein Schwerpunkt ist sicher HR-Abteilungen, Personalentwicklung, teilweise auch in kleineren Unternehmen oder unternehmergeführten Betrieben, auch der Unternehmer selbst oder die Unternehmerin. Was ich aber da vielleicht auch noch ergänzen möchte zu dem, was vorhin gesagt wurde von der Frau Dr. Schunder-Tatzbe und der Frau Magister Thamerl, auch dieses eben nicht one size fits all und der Apfeltag, also als abschreckendes Beispiel. Gesunde Unternehmensentwicklung und Förderung von Gesundheit im Unternehmen bedeutet immer auch Organisationsentwicklung. Und das wird meiner Meinung nach überhaupt nicht häufig überhaupt nicht beachtet. Wir werden oft, also wie ich schon erwähnt habe, ich werde oft gefragt, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, also wie kann ich ihre Leistungsbereitschaft fördern und wie kann ich ihre Leistungsfähigkeit fördern. Unter diesem Aspekt wird die Gesundheit dann meistens betrachtet. Wir wollen ja leistungsfähige und leistungsbereite Mitarbeiter. Was aber die Unternehmen meistens vollkommen ausblenden, ist, dass Leistung aus drei Komponenten besteht, nämlich Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, aber auch der Leistungsmöglichkeit. Und ein Beispiel davon ist etwas, was ich in eigentlich den meisten Unternehmen beobachte, in denen ich tätig bin. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, befinden sich im Zustand der maßlosen Hyperkommunikation. Es wird so viel kommuniziert, dass die Menschen nicht mehr zum Arbeiten kommen. Das hat etwas damit zu tun, dass man automatisch annimmt, Kommunikation ist für Zusammenarbeit wichtig und deswegen muss mehr Kommunikation besser sein. Je rascher die E-Mails beantwortet werden, umso besser. In Wahrheit führt das in ein total verrücktes System. Und das bedeutet aber, dass die Mitarbeiter, die leistungsfähig und leistungsbereit sind, gar keine Möglichkeit haben, ihre Leistung zu erbringen und am Ende des Tages sich fragen, wofür habe ich heute eigentlich meine Energie verwendet? Und dass das langfristig dann die Gesundheit und die Motivation schwächt, ist nur naheliegend. Daher können wir Gesundheit und Leistung gleichzeitig fördern. Wir müssen es nicht gegeneinander ausspielen, Leistung oder Gesundheit, sondern wir können es gleichzeitig fördern. So zeigt uns zum Beispiel die Gehirnforschung, dass es so etwas gibt wie eine natürliche Lust an Leistung. Menschen wollen gern Leistung bringen. Das hat etwas mit unserem Glückshormon im Gehirn zu tun. Aber wir müssen den Erfolg unserer Bemühungen mit eigenen Augen sehen. Das ist im Gehirn so verschaltet. Und wenn wir das nicht mehr erkennen können, wenn wir am Abend nicht mehr wissen, wofür wir uns eigentlich am Tag angestrengt haben, dann entsteht natürlich langfristig Demotivation. Und diese Faktoren haben nicht nur etwas mit Arbeitsmedizin und Gesundheit im Sinn von Blutdruckmessen und Impfungen zu tun, sondern haben etwas damit zu tun, wie ist die Organisation aufgestellt, wie sind die Kommunikationsprozesse und erleben die Mitarbeiter überhaupt, dass sie ihre Energie effizient einsetzen können. Und diese Faktoren miteinander zu verschränken, das würde ich als moderne Gesundheitsförderung in Betrieben bezeichnen. Ja. Peter Schunder-Tatzbe nicht heftig mit. Das, glaube ich, kommt. Ja, ich kann das nur auch aus meiner Sicht vollkommen unterstützen, was der Professor Laruschek hier sagt. Ich glaube, das, was immer wieder auch so hineinkommt in öffentliche Diskussionen, ist Arbeit macht krank. Und dem bin ich immer ganz entschieden entgegen aufgetreten. Ich glaube, Arbeit hat einen enorm salutogenen Effekt, wenn sie richtig dosiert ist, wenn sie richtig funktioniert. Diese Leistungsfähigkeit und die Leistungsmöglichkeiten sind da ganz wichtig. Ich habe mich mal in der öffentlichen Diskussion dann heftigen Widerstand seitens eines Gewerkschaftsvertreters damit nach sich gezogen. Aber ich bin nach wie vor dahinter. Ich habe in einem meiner früheren Leben viel mit Arbeitslosigkeit und Gesundheit zu tun gehabt. Und wenn man sich schon die Marienthal-Studie aus den 20er, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre anschaut, wo man sehr deutlich sieht, welche desaströsen Auswirkungen die Arbeitslosigkeit auf die Gesundheit von Menschen hat. Also unsere Aufgabe als Arbeitsmediziner ist, dafür mitzuhelfen, dass die Arbeit nicht krank macht. Aber per se zu sagen, Arbeit ist was Schlechtes und das müssen wir möglichst auslassen, dem kann ich mich nicht anschließen, sondern, wie Sie richtig sagen, wir wollen auch als Menschen was sehen, dass wir was beitragen können und uns ja positiv in ein
das Projekt in eine Arbeitsstätte, in eine Arbeitswelt einbringen. Und das hat einen sehr hohen gesundheitsfördernden Aspekt und den muss man sehr viel stärker auch fördern und hier Möglichkeiten und Räume schaffen. Ja, Herr Dr. Busseck hat da was dazu. Ja, ich möchte da Stellung nehmen, weil Sie etwas ansprechen, was mir ungeheuer auf die Nerven geht. Und zwar gibt es eine gewisse Tendenz, vor allem auch in den Medien, wenn ich Ö3 her oder so irgendwas, kommt das immer, ja, ab Donnerstagvormittag, ja, jetzt sind wir endlich die Arbeit los, wir können vielleicht schon am Freitag zu Hause bleiben und ähnliches mehr. Ich halte es für eine falsche Einstellung. Ich bin nicht dafür, dass wir alle zu Robotern und Stachanovisten werden oder sowas. Aber an sich sollte man für die Arbeit dankbar sein. Ich habe das Vergnügen, 80 Jahre alt zu sein und freue mich täglich nach wie vor zu arbeiten. Und das hält mich in Wirklichkeit am Leben. Und diese Grundeinstellung, glaube ich, halte ich für ungeheuer wichtig. Wir haben eine innere Ablehnung der Arbeit. In Wahrheit aber erhält uns die Arbeit. Er hält den Staat, er hält die Gemeinschaft, er hält die Einrichtungen. Man muss sozusagen nicht wirklich es übertreiben, aber momentan wird das Gegenteil in Wirklichkeit übertrieben. Das ist ein Bestandteil der Gesundheit, muss man hier sagen. Und da darf auch nachgedacht werden, und das geht auch in die Gesundheitsrichtungen. Ja, wir haben eine Menge Arbeitslose. Auf der anderen Seite haben wir ungeheure Bedürfnisse in den Gesundheitsberufen und in der Altenbetreuung. Und finden keine Leute dafür. Also da stimmt irgendwas nicht. Und das darf grundsätzlich überlegt werden. Da bin ich gegen Zwangsverpflichtungen, aber für Mentalitätsänderungen. Wir haben hier die falsche Mentalität in dieser Frage. Und da ist sehr, sehr viel Zukunft drin. Und wenn wir schon Zukunft diskutieren, das müssen wir, glaube ich, irgendwie stärker hineinbringen in die Gefühle und in den Bezug zur Arbeit. Offen gestanden, ich bin sehr froh, dass ich noch arbeiten kann, weil das andere ist, dass ich dann gar nicht weiß, wozu ich auf der Welt bin, bin aber gern auf dieser Welt. Ja, Herr Magister Lörker, Sie haben auch Ihre Hand gehoben. Ja, ich möchte beim Dr. Busseck anschließen. Österreich ist ja das Land, in dem es nichts Wichtigeres gibt als die Pension. Also die Leute wollen am liebsten morgen in die Pension, vielleicht direkt nach dem Studium, Elterngrenz, Bildungsgrenz, Pension. Und das muss man auch mental ändern. Und nämlich, Arbeit hält gesund. Menschen, die eine Aufgabe haben, bleiben auch im Alter länger gesund. Was man aber nicht muss, ist bis ans Ende der Karriere diese 120 und 150% Jobs machen. Und irgendwo das Kultivieren, zum Beispiel Mitte, Ende 50 zu sagen, so, ich gehe einen Schritt zurück. Vielleicht genügt es, Teilzeit zu arbeiten, weil die Kinder aus dem Haus sind und die Wohnung abbezahlt ist möglicherweise. Die Führungsaufgabe abzugeben und die Spezialistenaufgabe zu übernehmen, ohne dass das irgendwie mit einem Versagen verbunden wird, sondern dass man einfach altersangepasst arbeitet und das ermöglicht. Und da gehört noch etwas dazu. Wir in Österreich belohnen die Menschen dafür, wenn sie in gesundheitsschädlichen Jobs bleiben. Mit der Schwerarbeiterregelung. Also wir sagen den Leuten nicht, sie sollen vielleicht, wenn sie 40 sind, sich überlegen, ob es klug ist, in diesem gesundheitsbelastenden Beruf zu bleiben und ob sie vielleicht sich woanders hin umschulen, sondern man sagt, bleib du im gesundheitsschädlichen Beruf, weil dann kannst du in Schwerarbeitspension gehen mit 60 und musst nicht bis 65 arbeiten. Und noch besser, wenn du bei der Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse bist, dann kannst du mit 58 ins Überbrückungsgeld gehen und mit 60 in die Schwerarbeitspension. Und so jemand würde natürlich sagen, bin ich deppert, werde ich mich mit 40 umschulen in einen anderen Beruf, wo ich bis 65 arbeite, wenn ich da als Bauarbeiter mit 58 gehen kann. Und das sind Fehlanreize an die Menschen, im gesundheitsschädlichen Job zu bleiben. Herr Dr. Busseck, Sie haben sich noch nicht eingeschaltet? Ja. Ich bin dem Abgeordneten Loacker für diesen Gesichtspunkt, den er hier eingebracht hat, ungeheuer dankbar. Ich glaube, wir sollten aus Gesundheitsgründen, und das wäre der richtige Zeitpunkt, gewisse Umstellungen in der Arbeitsverteilung vornehmen, auch mit den entsprechenden Gehaltsauswirkungen. Wir haben immer noch ein System, das hat uns das Beamtenwesen hier gebracht. Je älter es werden, steigt der Gehalt. Heute in Quinquennien, Biennien oder was weiß ich was,
was hier gemacht wird. Und das ist mit Sicherheit falsch. Wir haben, und das ist auch eine Folge der Covid-Geschichte, wahrscheinlich die Situation, dass die jungen Leute weniger Geld kriegen und hier Einbußen im Einkommen haben, währenddem insbesondere der Pensionistenteil unserer Gesellschaft, ich zähle dazu, eigentlich mehr Geld kriegt. Die trifft ungeheuer viele Pensionisten, naturgemäß altersbedingt, die mir strahlend sagen, mir bleibt so viel über, ich kann gar kein Geld ausgeben. Das ist mit Sicherheit die falsche Entwicklung. Ein bisschen was muss man sich zurücklegen, denn es kann immer etwas kommen. Das haben mich schon meine Eltern und Großeltern gelehrt. Aber hier, glaube ich, muss es auch zu einer Umschichtung kommen, wann jemand wie viel Gehalt bekommt. Diese Diskussion ist auch eine Gesundheitsdiskussion. Die müssen wir unbedingt probieren. Soweit vielleicht ein Vorschlag, den manche als radikal ansehen, aber ich bin durchaus bereit, weniger Pension zu bekommen. Ja. Herr Professor Lalischek, Sie haben die Hand. Ich würde vielleicht noch zwei Aspekte gerne ergänzen. Das eine ist, dass ich bin absolut auch der Meinung, dass Arbeit eine Quelle der Gesundheit ist. Unter den entsprechenden Bedingungen möchte vielleicht nur ergänzen, wenn Menschen auch eine Zeit oder eine Möglichkeit zur Regeneration haben. Das sollen und dürfen wir nicht vergessen. Und das führt vielleicht auch noch ein bisschen zu einer kleinen Warnung. Diejenigen, die jetzt hier am Podium sitzen, ich glaube, wir alle gehören zu einer ziemlich privilegierten Gruppe von Menschen, die sich ihre Arbeit und das Ausmaß ihrer Arbeit also vergleichsweise aus freien Stücken einteilen können und konnten. Und ich glaube, wir alle machen auch gerne das, was wir tun. Wir sollten schon auch bedenken, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, die diese Möglichkeiten nicht haben. Und für die müssen wir auch mitdenken. Und es könnte sich nämlich sonst aus Sicht mancher Menschen ein bisschen zynisch anhören, zu sagen, ja, Arbeit hält dich ja gesund. Wenn dieser Mensch gar keine andere Möglichkeit sieht, eine Arbeit auszuüben, die ihn total fertig macht. Also ja. Das bitte ich nur zu bedenken. Aber ich möchte vielleicht auch noch einen weiteren wirklichen gesundheitsfördernden Effekt der Arbeit anmerken, nämlich nicht nur den Erfolg meiner eigenen Leistung zu erleben und dadurch auch ein Sinngefühl zu haben, sondern auch dieses soziale Thema. Und das ist das Problem auch beim Homeoffice. Es ist genau dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, kann da sehr verloren gehen, wenn Homeoffice zu viel wird. Und ich glaube, dass daher zum Beispiel auch Gesundheitsprogramme wie der Herr Robert oder auch wir mit My21 und andere sehr stark dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch fördern können. Nämlich ein Gefühl, wir sind gemeinsam aktiv. Und zwar gerade in einer jetzigen Situation, wo so viele Menschen das Gefühl haben, dass ihnen eigentlich die Hände gebunden sind und dass sie nur warten können, bis sie hoffentlich irgendwann einmal die Impfung haben. Wir sind gemeinsam aktiv und sowohl in der Arbeit als auch in Bezug auf unsere Gesundheitserhaltung in Betrieben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger gesundheitsfördernder Faktor. Ja, Frau Schunder-Tatzke, Sie wollten da auch was dazu beitragen, glaube ich. Ja, ich kann dem, was der Herr Dr. Busse gesagt hat, nur so zustimmen. Auch diese Mentalitätsänderungen, die da notwendig sind. Ich habe zuerst schon erwähnt, ich habe einen Teil meines früheren Lebens mit Arbeitslosigkeit und Gesundheit zugebracht und habe da auch Untersuchungen für Menschen, die vom AMS zu uns geschickt wurden, gemacht. Und ich werde nie vergessen, ein rund 40-jähriger Mitarbeiter oder Mann, der massivste Wirbelsäulenbeschwerden hatte, mehrfach operiert wurde und sicher nicht mehr in seinen Stammberuf in der Bauindustrie zurückgehen konnte. Und dessen einziges Ziel war es, sozusagen so rasch wie möglich in eine damals noch mögliche Invaliditätspension zu kommen. Und ich habe gesagt, naja, wäre doch was Schönes. Damals war das Thema CAD-Zeichnen so erwog, dass wir dem AMS sagen, zahlt dem einen Kurs, er war technisch vorgebildet, dass er da diese neuen Fertigkeiten erlernt. Und ich habe mein Leben lang nicht diese entsetzten, geweiteten Augen des Menschen vor mir vergessen. Ich sagte, ja gut, ich bin ja schon 45 Jahre alt, ich kann da nichts mehr lernen. Also dieses Verständnis, dass wir auch im Zuge unserer Karriere, unseres Lebenslaufes unterschiedliche Dinge und neuen Fertigkeiten, neue Techniken uns aneignen müssen, um damit vielleicht nicht mehr in dem Stammberuf, den wir mit 16, 20, 25 gelernt haben, arbeiten zu können, weil ich eben so massive Wirbelsäulenschädigung habe, dass ich nicht mehr über die Gerüste klettern kann und am Bau arbeiten kann,
das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema, nicht nur ein ärztliches Thema, sondern ein gesellschaftliches Thema, da auch die Bereitschaft oder dass das Arbeitsleben auch ein lebenslanger Prozess ist. Und diese EU-Projekte zum Thema Lifelong Learning werden oft belächelt. Aber ich glaube, da muss man wirklich sehr viel mehr auch tun, um das beim Einzelnen und bei der Einzelnen auch anzubringen, dass es durchaus okay ist, mit 40, wenn gewisse Einschränkungen da sind, ich vielleicht den Stammberuf nicht mehr ausüben kann, mich in eine andere Richtung zu entwickeln und dann weiter und auch mit Freude weiterarbeiten zu können. Ja, Herr Dr. Busek, Sie habe ich wieder hier. Ich bin der Frau Präsidentin sehr dankbar für Ihre Bemerkung und ich möchte dem Herrn Professor Lalušek nicht widersprechen, aber einen anderen Gesichtspunkt hier hineinzubringen. Sie haben mit der Belastung in der einen Richtung recht, aber in der anderen Richtung muss man auch sagen, dass die Art und Weise der Lebensauffassung, die wir haben, und das geht sehr in die Breite, auch den Druck erzeugt, die Freizeit zu genießen. Wir leben heute nicht unbedingt in einer Arbeitsgesellschaft, vor Corona, wie das noch Corona wird, weiß ich nicht. Wir leben in einem beachtlichen Ausmaß in einer Freizeitgesellschaft, die auch den wunderschönen Namen Genussgesellschaft denkt. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht bin ich da sehr altmodisch, aber das Primäre ist natürlich nicht der Genuss, sondern anständig leben zu können, natürlich auch zu arbeiten und dergleichen mehr. Und hier darf auch einmal erwähnt werden, dass ja, soweit ich Statistiken noch im Kopf habe, sage noch einmal vor Corona, die Schäden, die entstanden sind durch die Freizeittätigkeiten der Menschen, der Sozialversicherung teurer kommen als die aus dem Arbeitsbereich. Das muss man einmal ganz deutlich erwähnen. Ich habe mich eigentlich furchtbar aufgeregt, wenn da die weinenden Liftbesitzer in Tirol aufgetreten sind und schon wieder fährt niemand mit dem Lift. Da hat aber niemand dazu gesagt, wie viele Knochenbrüche wir uns in Wirklichkeit erspart haben und was es sonst noch hier gibt. Ich glaube, wir müssen manchen extremen Erscheinungen, die wir haben, auch hier die Kritik und den Kampf ansagen, sie auf das Vernünftige zu reduzieren. Ich muss Ihnen sagen, eine der schrecklichen Erkenntnisse der Corona-Krise ist für mich, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob der Mensch in allen Fällen ein vernunftbegabtes Wesen ist. Das unvernünftige Verhalten zu den Corona-Maßnahmen ist ja auch eine ganz schwierige Situation. Das muss man massiv diskutieren. An sich ist ja nichts anders verlangt worden, als dass wir uns halbwegs zurückhalten und die Risiken mindern. Nicht, aber es wurde über alles geklagt und dann ist das endlich ein Ende und wurden die Maßnahmen aufgehoben und so weiter. Also dieses öffentliche Rehren, würde ich sehr wienerisch sagen, war hier sehr stark. Ich glaube, da brauchen wir wieder eine gewisse Gewogenheit. Dass es da Probleme gibt, das anerkenne ich, aber das muss man auch einmal deutlich aussprechen. Bitte um Entschuldigung. Ja, Professor Lalušek vielleicht noch und dann versuche ich schon langsam so ein bisschen zusammenzufassen. Ich kann dem Widerspruch voll zustimmen, weil zum Thema Freizeit man schon auch anmerken kann, ich habe vorhin gesagt, wir brauchen auch Regeneration. Und es ist sicherlich so, dass vieles, was die Menschen heutzutage in ihrer sogenannten Freizeit machen, einem Begriff der Regeneration eigentlich nicht mehr entspricht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie können wir eine gesundheitsfördernde Haltung und gesundheitsförderndes Verhalten breitflächig in der Bevölkerung fördern. Ich glaube, dass hier der Bildungsbereich extrem wichtig ist. Kleine Anmerkung im Rande. Gymnasien funktionieren heutzutage noch ganz genauso wie zu der Zeit, als ich ins Gymnasium gegangen bin. Ich halte das für extrem schrecklich. Es wird den Kindern überhaupt nichts über ihre eigene Gesundheitshaltung, sowohl körperlich als auch psychisch, beigebracht. Aber das sozusagen nur in Klammer. Ich glaube aber, dass auch hier wiederum Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Vorbildung und Multiplikatorfunktion haben können, Menschen dazu zu ermuntern, sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihrer Freizeit ein Gesundheitsbewusstsein und eine gesundheitsfördernde Haltung zu entwickeln. Danke für diesen, das ist ja fast schon ein Schlussstatement gewesen und ein guter Schlussaufruf vor allem. Ich möchte jetzt auch schon langsam in Anbetracht, dass jeder wahrscheinlich in seinen Terminkalendern auch noch was anderes stehen hat, als mit uns da zu plaudern,
anfangen, ein bisschen zusammenzufassen. Bevor ich zusammenfasse, möchte ich Sie aber auf eine Abschlussfrage vorbereiten. Der Herr Dr. Bussig ist der Einzige in der Runde, der jetzt weiß, was jetzt kommt. Ich werde Ihnen allen, nachdem ich kurz zusammengefasst habe, eine Abschlussfrage stellen und das wird die Zauberfee-Frage sein. Sie kennen alle die Zauberfee, die gibt es, wenn man nur an sie glaubt. Was wäre denn, wenn die jetzt zu Ihnen kommen würde bei Ihrer Schlussfrage und Sie hätten 1 bis 3 Wünsche, wie das bei den Zauberfeen immer so ist, frei, wo Sie sich was wünschen dürfen, was Sie umsetzen sollte, damit es mit der Gesundheitsförderung im vor allem Arbeitsumfeld besser wird. Sie wissen, Zauberfee kann alles. Zauberfee hat keine Einschränkungen, was irgendwelche budgetären Mittel betrifft. Also Sie dürfen durchaus hier auch kreativ nachdenken. Von meiner Seite eine kurze Zusammenfassung. Es ist ein sehr komplexes Thema, wie man jetzt gerade vor allem auch in der letzten halben Stunde gemerkt hat. Gesundheit allein ist nicht solo zu denken. Ich glaube, Gesundheit spielt in ganz viele Bereiche mit hinein. Das sei es einerseits natürlich in die politischen Ebenen. Eine präventive Gesundheitsvorsorge hat natürlich auch ganz massive Auswirkungen auf Krankenkassen, Aufwendungen, auf Pensionsthematiken, auf ja, auch Arbeitslosenthematiken etc. Auch das Thema Bildung haben wir gestreift. Ich bin unendlich dankbar, dass ich beim Senat der Wirtschaft verschiedene Talks schon moderieren durfte, weil diese Zusammenhänge natürlich immer wieder dann kommen. Auch die Bildungsthematik wäre eine Thematik, die man im Bereich Gesundheit durchaus mitdiskutieren darf. Ich bin ganz beim Dr. Bussig, es braucht ganz sicher Fantasie in der Umsetzung und danke auch dem Abgeordneten Lorca für diesen Praxisbeitrag. Ich bleibe jetzt bei der Seilbahn, weil es mir wirklich gefällt, weil es wirklich genau um diese Dinge geht. Es geht um kleine, einfache Dinge, die wir umsetzen müssen und nicht um das große, allumfassende, glücklich machende, systemverändernde Werkzeug, das meistens eh nicht stattfindet, sondern es braucht kleine und wichtige Schritte und es braucht beherzte Umsetzung von Unternehmen. In diesem Sinne geht mein Appell hier in der Zusammenfassung auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die in großem Maße hier Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Es geht nicht darum, dass wir die Welt retten. Es geht darum, dass wir einen kleinen Beitrag leisten dazu. Und das können wir in unserem Umfeld sehr wohl. Es gibt gute Beispiele, viele Beispiele. Wir werden als Senat der Wirtschaft dafür sorgen, dass diese Beispiele in unserer Gesundheitstoolbox in Zukunft auch massiv Platz bekommen, damit es Anregungen auch ins Spiel kommen, wie sie denn kleine Schritte setzen könnten. Wenn uns das gelingt, ich glaube, dann haben wir gemeinsam die Möglichkeit, sehr viel zu bewegen. Die Schlussrunde. Und Herr Abgeordneter Lorca, ich fange bei Ihnen an, weil ich irgendwie den Verdacht habe, dass Sie vielleicht einen engen Terminkalender haben könnten, so dass der Fall wäre, dass wir dann nicht Sie abkürzen müssten oder so. Die Zauberfee, die kommt bei Ihnen im Parlament oder wo auch immer vorbei. Und dann hätte ich einen Wunsch, der gar nichts kostet, nämlich, dass die österreichischen gesetzlichen Krankenversicherer richtig bilanzieren müssten. Wenn sie das müssten, dann müssten sie für die Risiken nämlich Rückstellungen bilden, die sie haben. Und wenn sie Rückstellungen bilden müssten, dann würden die ganz anders überlegen, wie sich Präventionsarbeit auszahlt. Heute, wo eine Kasse immer nur im Hier und Jetzt ist, im heurigen Kalenderjahr und dort ihre einnahmenorientierte Ausgabenpolitik verfolgt, interessiert es den Kassenmanager nicht, was 2022, 2023 ist. Daher mein Wunsch an die Zauberfee, bitte eine Bilanzierungspflicht, eine volle für die gesetzlichen Krankenversicherungsträger. Ja, das ist, aber da hat sie eh was zu tun, bis sie das umsetzt. Aber ein guter Ansatz, ja. Frau Kammerl, ich schaue jetzt die Damen an in der Runde. Wenn sie bei Ihnen vorbeikommt, die Zauberfee, was wäre denn so Ihr Wunsch? Theoretisch haben Sie ja bis zu 3. Also wenn man das natürlich jetzt auf das eigene Vorhaben betrachten darf, dann ist es eigentlich der Punkt, dass wir mit Rudi hoffentlich vielen Menschen dabei helfen werden, gesund zu bleiben oder eben, wenn sie krank sind, wieder schnell gesund zu werden und dabei die Gesellschaft und Unternehmen darin wirklich breit unterstützen können, ganz einfach Krankenstände möglichst zu reduzieren oder ausschalten zu können, wo sie nicht notwendig sind, um Mehrfachkonsultationen tatsächlich zu reduzieren. Das ist ein bisschen egoistischer, aber doch auch Wunsch mit auch gesellschaftlichem Nutzen dahinter. Und das Zweite ist sicher zwei Dinge. Das ist die Offenheit für Veränderung in diesem Land. Und man hat es ja in vielen Bereichen jetzt gehört,
was das Thema betrifft, Verhaltensweisen zu ändern, Einstellungen zu ändern. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man anschieben muss und auch sollte. Und da sind wir bei dem Punkt, sage ich, der Resilienz und emotionalen Intelligenz, wo wir am Anfang waren. Wenn ich mir das wünschen kann, ist, dass wir weggehen von der Krankheitsgesellschaft hin wirklich zu einer Gesundheitsgesellschaft, die aber das gesamte emotionale Spektrum, mentale Spektrum mit einschließt, weil das ist jetzt absolut nicht der Fall im Gesundheitssystem. Ja, okay. Herr Dr. Schonwert-Atzbach, was wäre denn da? Ich kann mich diesem Wunsch nur anschließen. Ich würde der Zauberfee auch sagen, dass sie uns mehr Bewusstsein schafft, dass jeder Einzelne von uns für seine Gesundheit auch was tun muss, für seine mentale, für seine physische Gesundheit. Und natürlich, dass auch das über den Einzelnen hinaus in die Organisationen und in die Gesellschaft geht. Dass Gesundheitsförderung, wie immer man das jetzt nennen mag, dass das was Gutes für ein Unternehmen ist, dass das einen Benefit für das Unternehmen, für die Gesellschaft bringt. Und das, was wir auch zuerst diskutiert haben, dieser Aspekt, dass Gesundheit auch das Thema Lifelong Learning beinhaltet, dass man hier auch neue Dinge lernt, wie man sich was Gutes tun kann, aber vielleicht auch neue Dinge lernt, wie man sein zukünftiges Brot verdienen kann mit Freude und der Sinnerfüllung, auch wenn es vielleicht im Grundberuf aus verschiedensten Gründen nicht mehr möglich ist. Mhm. Wunderbar. Herr Robert, was macht denn der, was wäre denn so bei Ihnen der Wunsch an Sie? Also mein Wunsch wäre eigentlich auch relativ bescheiden, da schließe ich mich an, das wäre im Prinzip dieses Bewusstsein zu schaffen, würde mal sagen, dass jeder Angestellte, aber im Prinzip auch jeder da draußen einfach auch weiß, wie man dem eigenen Körper Gutes tut und wie man sich in gewissen Situationen weiterhilft, sowohl körperlich mit den richtigen Übungen, als auch eben psychisch bei Belastungen, wo ich sage, wie werde ich damit fertig, wie gehe ich mit der Situation um, ohne eben gleich in den Krankenstand flüchten zu müssen, sondern dass jeder auch wirklich weiß, wie man sich selbst weiterhilft, ohne abhängig zu sein von irgendwelchen anderen Faktoren. Das wäre eigentlich so mein größter Wunsch und eben mehr in die Richtung zu gehen, dass wir uns jetzt die Zeit dafür nehmen, für die Bewegung und für das Wohlbefinden an sich, für das eigene Wohlbefinden, damit man eben später weniger Zeit mit den Krankenständen und generell mit den Krankheiten zu kämpfen haben. Ja, wunderbar. Herr Professor Laluschek, wenn Sie bei My21 oder bei Ihnen selbst vorbeikommt. Also ich hätte eigentlich, also was mir ausnehmend gut gefallen hat, war das, was der Herr Magister Lorca gesagt hat, nämlich mit der Kostenwahrheit im Gesundheitssystem, die nicht gegeben ist und die daher dazu führt, dass systematisch Prävention nicht gefördert wird. Das halte ich für einen extrem wichtigen, auch gesundheitspolitischen Hebel. Aber ich persönlich, ich habe mir gedacht, ich würde mir drei Sachen wünschen. Das eine betrifft den Bildungsbereich. Ich würde mir wünschen, dass Bildung, speziell in den Schulen, aber auch an den Universitäten, nicht mehr verstanden wird wie vor 100 Jahren, nämlich als stumpfes Auswendiglernen von Dingen, mit denen die Leute gar nichts zu tun haben, sondern dass die Kinder und Jugendlichen etwas über sich selbst lernen, über ihre eigenen Fähigkeiten und ihren Wunsch, diese Fähigkeiten zu entfalten, dass sie etwas lernen über das unmittelbare Miteinander in ihrer Klassengemeinschaft und dass sie etwas lernen über die Gesellschaft und wie Gesellschaft funktioniert. Das fände ich eine moderne Zugang zu Schulen und zur Ausbildung. Und das würde gleichzeitig auch die gesundheitsfördernde Haltung der jungen Menschen, glaube ich, sehr stark fördern. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, was ich schon angesprochen habe, ist, dass in Betrieben erkannt wird, dass Gesundheitsförderung und Organisationsentwicklung integral miteinander verbunden sind, auf jeden Fall, und dass sie aber auch im Vorgehen im Unternehmen wirklich explizit miteinander verbunden gehören, wenn wir wirklich effektiv Gesundheit fördern wollen. Und das Dritte wäre jetzt ein kurzfristiger Wunsch, nämlich dass noch mehr Unternehmen Programme, wie wir es zum Beispiel entwickelt haben, evidenzbasierte kurzfristige Förderung von Gesundheit und Widerstandskraft breitflächig umsetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir belegen können, dass wir auf diese Weise viele Tausende schwere Corona-Verläufe sparen könnten und wir es daher ermöglichen könnten, dass Wirtschaft und Gesellschaft früher wieder aufsperren können, so wie wir es uns alle wünschen. Ja, wunderbar. Last but not least, Herr Dr. Busek, wie kann Sie unsere Ziele unterstützen und Ihre Ziele unterstützen?
Ja, ich kann die Fee nur bitten, die Nebel, die uns gegenwärtig in der Unsicherheit der Situation umfangen, wegzublasen und eine klarere Sicht zu geben. Worauf? Auf die eigenen Möglichkeiten, etwas für die Gesundheit zu tun, aber auch auf die Möglichkeiten in Zusammenwirken mit anderen, sei es Menschen oder Institutionen, hier zu klaren Maßnahmen zu kommen und nicht zu glauben, dass damit irgendein Blumentopf zu gewinnen ist, einzig und allein die Möglichkeiten, gesund zu bleiben, was wir uns ja ständig wünschen, aber nicht immer verfolgen. Und da ist zu hoffen, dass wir diesen klaren Blick hier wieder gewinnen. Die Möglichkeiten haben wir alle, nur müssen wir sie nutzen. Wir rufen jetzt in der Zeit uns zu, gesund bleiben. Das sehe ich auf allen E-Mails. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon begriffen wird, dass wir das im Wesentlichen selber tun müssen. Ende der Durchsage. Alles klar. Ende der Durchsage heißt in diesem Fall jetzt quasi auch schon Ende der Diskussionsrunde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinem Podium, bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es war mir wirklich ein Vergnügen, mich mit Ihnen hier 2 Stunden unterhalten zu dürfen, zu einem sehr komplexen Thema, wo ich zugebe, dass ich in der Vorbereitung mir gedacht habe, wie bringen wir das in 2 Stunden so unter, dass man konkret etwas ableiten kann. Ich glaube, es ist uns gelungen. Ich habe das Gefühl, dass wir es geschafft haben, zu dem Wunsch von Dr. Buseck eigentlich beizutragen, ohne ihn vorher gekannt zu haben, nämlich ein bisschen Nebel zu lichten und ein bisschen mehr klare Sicht auf die Eigenverantwortung und auf die kooperativen Lösungen zu legen. Das ist auch die Aufgabe des Senats der Wirtschaft. Dem haben wir uns verpflichtet und das werden wir auch im Nachgang zu dieser Diskussionsrunde jetzt tun. Wir werden die Themen, die heute hier aufs Tapet kamen, aufgreifen und ganz sicher auch über die Toolbox, über die Gesundheitstoolbox, die es im Senat der Wirtschaft ja gibt, dafür sorgen, dass sie Zugang zu konkreten Lösungen haben, dass wir Ideen liefern, wie man diese Themen einerseits individuell und andererseits gemeinsam lösen kann und angehen kann, denn am Ende des Tages wird es wirklich gemeinsame Lösungen brauchen. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie bei uns dabei waren. Und wenn diese Diskussion Sie angeregt hat, vielleicht ein bisschen öfter an Diskussionen teilnehmen zu wollen, dann kann ich Sie nur darauf hinweisen, dass am 19.04. um 16.30 Uhr der nächste Talk stattfindet. Wir werden uns mit dem Thema SDG, wie Unternehmen langfristig überleben, beschäftigen. Sie kennen die SDGs, die UN-Nachhaltigkeitsziele. Wir haben im Senat der Wirtschaft schon lange diesen Schwerpunkt auf die Fahnen uns geheftet, auch hier konkrete Lösungen zu zeigen. Versäumen Sie diesen Talk mit meinem Kollegen Johannes Lienhardt nicht. Wie gesagt, noch einmal herzlichen Dank an mein Podium, an Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch ich schließe mich jetzt dem allgemein geäußerten Wunsch an. Bleiben Sie gesund und tun Sie was dafür. Alles Liebe, Ihr Robert Rasch.